Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Pen and Paper Rollenspielrunde. Wir spielen heute Magus und zwar die 5. Edition, die es noch nicht gibt, aber ein Hack gibt es dafür. Und zwar gemacht von den Leuten von Roll for It und den habe ich mir besorgt und wir gucken heute mal, ob das irgendwie was taugt. Basieren tut das Ganze auf den Regeln von der Vampire V5 Edition. Und ja, heute spielen mit Lilio als Rachel Klein. Hallöchen. Und der D-Rex als Wesley Klein. Hallo. Der Mischka als Harry Jenkins. Ein gutes zusammen, Brüder und Schwestern. Und der Rerion als Alistair Faraday. Ja, richtig, genau. Ja. Wir befinden uns im Jahre 2019, im Februar des Jahres. Wenn ihr die Vorgeschichte von Rachel gestern schon gesehen habt, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Aber für die, die es nicht gesehen haben, erkläre ich noch mal ein paar Sachen. Und zwar hat Rachel einen Unfall gehabt und ist aufgewacht am nächsten Tag und hat festgestellt, dass ihr Verlobter sie operieren hat lassen oder das selber gemacht hat. Es ist nicht so richtig ganz hundertprozentig rausgekommen. Und sie nun vercybert ist. Ein Cyberarm, zwei Cyberbeine, ein Cyberauge und ein Cyberohr besitzt. Und somit eigentlich zu großen Teilen der Firma gehört, wie sie eigentlich auch Prothesen herstellt. Und da gingen einige Shenanigans ab und Rachel ist mit ihrem Verlobten geflohen aus der Stadt nach Las Vegas, weil man da gut untertauchen kann. Und am Ende gab es einen Mordanschlag auf die beiden und Rachels Verlobter ist leider gestorben und wir sind mit der Szene ausgestiegen, dass Rachel einen auf dem anderen Dach den Sniper-Schützen durch ihre Kräfte, durch ihre Cyber-Auge gesehen hat. Und auch dieser Schütze hatte Cyber-Augen. Und sprach so, dass Rachel das mit dem Cyber-Ohr hören konnte, leise von einem anderen Gebäude aus: "Dich kriege ich auch noch." Und verschwand dann im Eingangstrakt des Daches vom gegenüberliegenden Gebäude. So viel kennt ihr Rachel also schon. Wesley, Alistair und Harry kennt ihr noch nicht. Aber wir werden sie jetzt kennenlernen, denn die drei sitzen in Las Vegas in Wesleys Apartment. Was hat Wesley für ein Apartment? Wesley ist stinkreich, um es mal zu sagen. Was hat Wesley für ein Apartment und was macht ihr da gerade und warum sitzt gerade ihr drei zusammen? Ja, Wesley hat ein ziemlich schickes Penthouse. Wir sitzen gerade an einem eigens dafür angefertigten Pokertisch. Bilder von Billardkugeln an der Wand, so Kunst, die man schätzen kann, aber nicht verstehen muss, wenn man nicht möchte. Ja, ich kenne die beiden, weil sie, genau wie ich, magisch begabt sind. Der gute Harry hat mich damals, als ich hier nach Vegas gekommen bin, ein bisschen unter seine Fittiche genommen, weil das alles für mich noch sehr neu war, als ich das für mich erkannt habe. Und der gute Alistair, den habe ich kennengelernt, als ich an der Universität in Vegas ein paar Vorlesungen besucht habe, um mein Metier ein bisschen besser zu verstehen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, und last but not least ist Wesley zufälligerweise auch der große Bruder von Rachel. Seines Zeichens aber damals kurz nach der Schule von zu Hause abgehauen
und ja, als er seine magischen Kräfte entdeckt hat. Und ja, er hat ja gerade schon gesagt, er ist sehr bewandert darin, Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen, was ihn sehr schnell in Las Vegas so ziemlich viel Geld gebracht hat. So sitzt ihr jetzt an diesem Pokertisch zusammen, habt eure Karten in der Hand, die Pokerchips auf dem Tisch. An der Wand hängt dieses große Bild der billardspielenden Hunde. Das kennt man ja. Ja, irgendwo läuft noch so ein Flachbildfernseher, mit irgendwelches Gedudel im Hintergrund abspielt. Ja, und Wesley gibt gerade. Ja, dann würde ich Keks-Account meine Lesebrille aufziehen. Würde sagen, mein Sohn, es ist dir klar, wenn du nachhilfst, helfen wir auch nach. Grinse, gucke so über die Brille drüber. Ich habe meine Freunde doch noch nie betrogen. Das will ich hoffen. Können diese Augen lügen? Ja. Welche Augen? Das ist die Sonnenbrille vor. Ich darf Ihnen dann an dieses damals in, ihr wisst schon, bei um die Ecke mit Jack und na, wisst ihr noch? Ja, der Typ mit den Haaren, ne? Und den und der Brille, ja, genau der. Und danach und alles. Ungefähr so groß. Jetzt will ich auf den Arm nehmen, Junge. Niemals. Mhm. Sechs Asse am Arsch. Ich erinnere mich noch dran, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für sechs Asse? In einem Deck, in dem nur vier Asse drin sind, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Also das mit dem Schummeln muss ich dir nochmal besser beibringen. Das traue selbst ich mich nicht. Vor allen Dingen hat man beim Poker nur fünf Karten. Da ist der Gag. Gut, ich dachte, wir spielen vielleicht was anderes. Ich habe das mit dem Poker vergessen. Uno, kein Uno, kein Uno, wir spielen Poker. Alistair, keine bunten Karten, kein Uno. Verdammt nochmal. Entschuldige. Keine bunten Karten. Ja, nun, gib endlich. Ja. Wesley, gib die Karten. Willst du fuschen? Meine Brille auf. Ich gucke natürlich genau, was er macht. Ich würde dann mal Prime 1 einsetzen, um zu gucken, ob er magische Energien fließen lässt. Und wenn er das tut, helfe ich nach. Hättest du jetzt nicht sagen sollen. Lass ihn doch erstmal sagen, ob er das überhaupt machen will oder nicht. Ja. Ich kontrolliere es einfach erstmal nur. Tatsächlich habe ich vor meinem Mentor ein bisschen zu viel Respekt, als dass ich den tatsächlich bescheißen würde und würde es lassen. Du kannst ja auch mundan bescheißen. Ja, also dann würde ich viel, ich würde versuchen, die Karten so ein bisschen zu meinem Vorteil zu mischen. Mhm. Ja. Aber so Magie würde ich außen vor lassen. Ja, prima. Dann mach doch mal Performance und Wits. Besser Manipulation und Performance. Und da du ja eine Spezialisierung in Performance im Fallspiel hast, glaube ich, ne? Mhm. Kriegst du sogar einen extra Würfel. Und der Harry macht mal dagegen Wits und Insight. Inside, okay. Mhm. Ja, das ist mehr so das Ding von Harry. Das ist, ne. Und ich denke, Alistair kriegt das eher nicht mit. Ich hab's nicht so mit Menschen auch. Das ist also irgendwie, ja. Alistair überlegt noch, ob dieses nicht mit bunten Karten, noch auf die bunten Karten zutrifft, die er gerade in der Hand hat. So, ja. Hier wird gewürfelt, hoffentlich. Da kommt der Würfelwurf, jawohl, von Wesley. Das sind
Eins, drei zwei, Erfolge. Drei Erfolge, ja. Gegen drei, ja. Auch drei Erfolge. Ja. Möchte jemand von euch einen Willpower ausgeben, um zu rerollen? So früh nicht, mein Freund. So früh nicht. Nee. Nicht. Noch nicht. Dann würde ich sagen, gewinnt Wesley. Und Harry fällt das nicht auf, dass er gerade mundan irgendwie die Karten komisch mischt. Aber da ich meinem Schüler es immer noch nicht geschafft hat, die Lektion in Demut beizubringen, wo ich der Meinung bin, dass es zwingend nötig ist. Mhm. Ich meine, er bestiehlt ja hier keine armen Menschen, von daher ist es jetzt für mich nicht gegen den Willen des einen, was er tut. Und er fällt auch nicht zu stark auf. Er ist für den Laienbeobachter einfach einer mit einer großen Glücksträhne. Aber dieser Geist des jungen Menschen muss noch geformt werden. Deswegen würde ich ihm da meine Lektion in Demut geben und würde ihm mit Mind 3 suggerieren, dass er einen Royal Flush auf der Hand hat. Okay. Ja, dann würfel doch mal Arete und Mind. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt Arete-Wurf und eine Sphäre. Und warte, bevor wir jetzt hier... ich hätte jetzt noch Schwierigkeiten und sowas festlegen müssen, ne? Ihm da sowas zu suggerieren... Ich gucke jetzt gar nicht, was du gewürfelt hast. Ich sag's einfach jetzt so. Ich denke, dass es braucht zwei Erfolge, denke ich, reicht. Nimmst du deinen Fokus? Ja, klar. Ich lege meine Uhr so nebendran auf den Tisch, gucke zu, so als wenn ich auf die Zeit drauf gucke, konzentriere mich dann auf seinen Geist. Hältst du sogar den Kanal dazwischen auf und schicke die Bilder eines schönen Kreuz Royal Flash. Hättest du sogar so einen Würfel mehr bekommen. Ja, Fokus. Und hast 1, 2, 3 oder mehr. Mehr als genug Erfolge. Und Wesley, was ein Royal Flush? Ja, ich nehme das erstmal zur Kenntnis. Lass mir nichts anmerken von meinem Royal Flush. Und setz mal. So vorsichtig, weil ich ja noch ein bisschen was locken möchte aus den anderen. Schau mal rüber zu Alistair. Der scheint sich in den letzten Sekunden überhaupt nicht bewegt zu haben. Alistair, spickst du schon wieder? Ha? Was? Spickst du wieder? Bei mir, Ende. Zu Hause. Ach so, ja, klar. Ja, klar, wusste ich. Ich war gerade woanders. Aber nicht in meinem Rücken. Natürlich nicht, was soll ich denn da? Ich halte meine Karten so betont vor meine Brust. Du hast auch noch nie gespickt. Vielleicht habe ich am Pool mit dem Drink mal, aber nee. Manchmal ist es äußerst schwierig, dir zu folgen, Alistair. Das kenne ich von mir selbst. Hat denn Wesley den Mindesteinsatz gesetzt, den Blind, oder hat er direkt einen Race gemacht? Ich hab erhöht. Aber nicht viel. Schau ich nochmal zu Alice darüber, ob der hält. Es vergehen 5 Sekunden, 10 Sekunden. Kanaster! Antrommel! <Hey! lacht> Oh, das war die falsche Runde. Ja.
Ja, in dem Augenblick hat er seine Karten halt entblößt. Romy! Ich setz aus. Ja, Harry, du bist dran. Ja, dann ich hau mich von mein Blatt, weiß, dass es irgendein Krempel ist, was weiß ich, zwei Achten, zwei Buben oder so. Gesehen, dass Wesley keine Magie eingesetzt hat, ich aber ja um sein Können weiß, ich halte einfach mal die Höhe nicht. Ich würde mal gern derweil eine Runde um den Tisch drehen, wenn ich sitzen bleibe. Ja, Alistair steht auf, läuft so um den Tisch herum und instant fangen so die Stehlampen, die Wesley irgendwie zum, so diese Lichtspots, die er hat, so ein paar in der Decke, so LEDs und so, irgendwie fangen an zu flackern. Wir kennen das wahrscheinlich schon. Ja, passiert. Er macht schon wieder. Was? Er wandert wieder. Aufs Spiel konzentrieren, Junge. Er ist raus, hat er gesagt. Ihr spielt weiter und Alistair schaut auf das flackernde, auf den flackernden Flachbildfernseher, der wirklich irgendwie so Störgeräusche hat. Mhm. Du siehst halt große Nachrichtensendungen, von große Überschriftenzeile, die so ein Laufband, was halt durch den durch das Fernsehprogramm durchläuft. Schießerei im Lucky Four Hotel. Leute? Ja, bitte. Wie heißt der Ort nochmal, wo wir hier sind? Las Vegas. Vegas, ja. Vegas. Steht da auch. Lucky Four Hotel. Vegas. War das schon die ganze Frage, oder? Wie kam ich... war ich nicht gerade... kennt einer das Lucky Four Hotel? Ich guck Wesley an, guck wieder Alistair an. In dem Moment raced Wesley nochmal. Ich dachte es jetzt einfach mal so. Klar. Würde ich auch. Mit der Hand. Ja, was gibt's denn, Alistair? Wir spielen gerade. Ja, und ich gewinne. Da sind scheinbar gerade die Expendables zugange. Hä? Bum, baff, bim. Schießerei im Lucky Four Hotel. Jetzt ich schau mal auf, damit er Ruhe gibt. Linke Hand auf meine Chips, halte mal der rechten Hand meine Karten runter, gucke mal auf den Bildschirm. Wie gut. Ja. Ich stehe schon nicht mehr am Fernseher. Ja, wie gesagt, der Fernseher hat so Störfissel-Dinge, wenn Alistair davor steht. Das ist so geil, dass ich Plan von Technik habe und ständig die Technik versagt. Ja, und Alistair ist auf dem Weg. Ja, und hat, ja, und ihr seht halt auch dieses Laufband, kann man lesen irgendwie. Es scheint irgendwie so ein Kamerateam im Helikopter, um dieses Hotel drumherum zu fliegen und halt vor zu filmen. Und dann, ja, sieht man so Einsatzkräfte, so Polizei und Krankenwagen. Alistair, kannst du mal schauen, was dort vor Ort los ist? Hier, einer der Pokerchips, Moment. Der hier ist aus dem Lucky Four. Dann hast du eine Beziehung zu dem Ort. Bleib kurz stehen. Ach ja, 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 genau. Bist du sicher, dass du ihn einschicken willst? Er kennt mich ja schon. Reicht ja nur, wenn er es sieht. Er muss ja nicht selbst hingehen. So, ich stoppe dann den Chip, schau den kurz an. Schießerei, Lucky Four, Schießerei, Lucky Four, alles klar. Klatsch mir den kurz gegen die Stirn. Und dann würde ich mal quasi die Örtlichkeit wechseln. Ja. Du nutzt deinen Fokus. Du nutzt die Möglichkeit, also du hast eine Beziehung zu dem Ort, wo du hin möchtest. Dann gebe ich dir zwei extra Würfel. Ja.
Generell ist das aber jetzt schon was nicht alltäglich schwierig. Also das würde ich sagen. Zwei. Ja. Ist schwierig. Zwei Schwierigkeit. So, das heißt, ich nehme jetzt meine Sphäre plus Arete, ne? Mhm, die Sphäre plus Arete, genau, plus die zwei Würfel, die ich dir Bonus gebe. Ja. So. Upsala, das war W20 falsch. Ist ein bisschen... Das war falsch. Naja, bitte. Entschuldigung. Wo ist denn der andere weiter mit den Wahrscheinlichkeiten? Verdammt. Es sind sechs W10, ne? Oh, was würfel ich denn heute? Nein, wie sechs wirst du auch nicht würfeln. Alter. Alistair, konzentrier dich. Das klappt echt zu gut heute. So, jetzt aber. Ich erhöhe in der Zwischenzeit nochmal. 8, 8, 10, 9. Das reicht. Das sind insgesamt 4 Erfolge. Und Alistair verschwindet vor euren Augen und nimmt sich ein Paradox. Weil ich es so gern tue. Weil er gerade, ich zähle das als vulgär, weil ihr kennt das ja schon von ihm. Ja, aber warum ist es vulgär? Ja, weil er halt irgendwas macht, was nicht normal ist. Den laufenden Fernseher da, wo er den Ort sowieso sieht. Ja. Aber gut. Was hättest du jetzt gesagt, was es ist? Er sieht ja das Bild von dem Ort schon und dieses Bild weitet er ja quasi nur aus. Das ist Koinzidenzmagie. Hm. Okay, ich bin der Spielleiter, ich sag ein Paradox. Ja, alles gut. Alles weil gut. Ich's kann. So. Ich will genau. Alistair einen reindrücken. Ja, zaubern, ihr kriegt Paradox. Richtig. Einem Almighty Spielleiter. So. Wohin verschwindet Alistair denn genau? Also irgendwie aufs Dach vom Hotel, vor das Hotel, in die Hotellobby. Da ich das ja, da ich auf den Fernseher geguckt habe, würde ich jetzt quasi in dem Moment, wo der Hubschrauber auf ein bestimmtes Fenster im obersten Stockwerk mal kurz so entlang gegangen ist mit dem Scheinwerfer, würde ich mich dahin teleportieren, wo der Scheinwerfer gerade war. Mhm. Also da in das Fenster rein. Okay. Ja, dann befinden wir uns gerade am Ort des Geschehens. Du bist in einem Hotelzimmer, die Scheibe ist zerschossen. Und auch die Einrichtungsgegenstände zeigen Schusslöcher auf. Du siehst eine Blutlache auf dem Boden. Also, als er dann in das Zimmer teleportiert, klopft er sich kurz mal runter, sieht dann das Loch, schmeißt sich zu Boden. Mhm. Das ist erstmal die erste Reaktion, die er macht. Robbt dann über den Boden so ein bisschen. In der Blutlache liegt auch noch ein Körper. Bis ihm einfällt, dass das jetzt sowieso vorbei ist. Und dann springt er wieder auf, klopft sich doch mal die Kleidung ab. Das ist jetzt aber richtig unangenehm. Das sieht aber ungünstig aus. Hallo, Mister? Rachel, die gerade noch die letzten Sachen aus dem Nachbarzimmer zusammensucht, um zu verschwinden, hörst auf einmal aus dem Nachbarraum. Hallo, Mister? Ich komme aus dem Nachbarraum. Sehe diese Person. Und schaue dich total verdutzt an. Was tut sie hier? Wir sind hier reingekommen. So war gerade so, stupst sie gerade an, dreht sich um, hoch. Oh, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich gehe auf ihn zu und schubs ihn halt so weg von Matthew. Was erlauben Sie sich eigentlich? Ich schaue so zur Tür, die eigentlich abgeschlossen, also zu war. Die wird wahrscheinlich immer noch zu sein. Wie sind Sie hier reingekommen? Das von da. Ich dachte aufs Fenster. Man sieht den Hubschrauber dann vorbeifliegen. Ja! Aus der Ihr habt euch vom Hubschrauber reinsetzen lassen? Das Fenster ist noch zu, es sind zwar Schusslöcher im Fenster. Also,
Sagen wir so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber man könnte überspitzt möglicherweise urteilen, dass der Scheinwerfer mir quasi den Weg in dieses Zimmer geleuchtet hat und ich einfach auf der Brücke des Nichts gewandelt bin. Hast du irgendwie einen Schuss nicht gehört? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich würde ganz gerne irgendwie checken von mir aus mit meinem Meta, ob der auch ein Cyborg ist. Das sieht sehr... Sagen wir für mal Arete und Meta. Das ist doch hier... Ich hätte vielleicht auch irgendwelche Boni drauf. Nutzt du deinen Fokus? Also du hast, klar, du hast deine Cyberware ja da. Ja. Aber nutzt du das mit der Energie? Ziehst du gerade Energie aus was? Ja, ich bin neben dem Telefon, ziehe ich ein bisschen Energie aus dem Telefon. Aus der Leitung. Strom aus dem Telefon. Genau. Okay. Das ist doch das Lucky Four Hotel, oder? Würfel dann mal plus 2. Achso, oh, plus 2, dann kriege ich noch einen dazu. Aber es reicht schon. Es reicht auch so. Okay. Ja, der hat keine Cyberware. Also du siehst einmal so ganz kurz ein seltsames Leuchten von meinem Auge aufblinken. Ich rate Ihnen zu verschwinden. Auf der Stelle. Sonst schreie ich. Und schon hört er von draußen auf dem Flur schwere Stiefel. Oh, das ist bestimmt der Nachtportier. Bestimmt. Wie ist denn Ihr Name, Miss? Das hat Sie gar nichts zu interessieren. Verschwinden Sie. Dann kommt mein Polizei, aufmachen. Ich schaue so zwischen der Tür und ihm hinterher. So verdammt zu spät. Waren Sie das? Und ich deute so auf die Schusslöcher in dem Fenster. Ist nicht was? Das ist jetzt vermutlich sehr schwer zu erklären, falls die Leute gleich reinkommen. Vielleicht kommt ihr am besten einfach mit. Wohin mit? Ich strecke so die Hand aus. Ich berühre ihn nicht. Mist, das macht es alles ein bisschen einfacher. Also wenn Sie mir kurz Ihre Hand geben, keine Sorge, ich war verheiratet. Sehr gut. Miss, Sie können mir wirklich vertrauen, denke ich zumindest. Und ich schlag seine Hand weg. Ich weiß nicht, ob der Berührungspunkt reicht dafür, um mich mitzunehmen. Ja, möchtest du es versuchen, Alistair? Ja. Okay. Ich sag mal, nutzt du deinen Fokus wieder? Also mit Schuss hast du Zeit, deine Brille noch zu berühren? Ich denke nicht, ne? So. Ich denke in dem Moment nicht. Ja. Das geht, ist alles zu hektisch. Du weißt aber ganz genau, wo du hin zurück willst. Du willst ja zu dem, zu Wesley und Harry. Das heißt, ich gebe dir da einen Bonus-Die. Ja. Zieh dir aber wieder 2 Würfel ab, weil das gerade so schnell ist. Und sag mal, Schwierigkeit 3 sogar, weil das auch in der Kürze der Zeit halt so schwierig ist. Also plus 1, minus 2, ja? Mhm. Also insgesamt minus 1. Dann bin ich wieder bei, ja, ist klar. Oh Gott, das wird ja so weit von dir die Buchs gehen. Zum Glück gibt es Wellenstärke. Ja, ich überlege auch, ich möchte gerne ein Willpower einsetzen. Mhm. Ja, Willpower kannst du 3 jetzt neu würfeln. Die brauchst du aber eigentlich gar nicht, weil du hast schon 2 Erfolge. Ja. Ja, obwohl, 3 habe ich ja gesagt, brauchst du. Drei. Ja, du musst du. Du hast ja ein extra Target auch noch, was du transportierst, deswegen. Ja, eben. Ah, da kommen sie. Ja, das reicht. Ein Willpower-Punkt weg. Und, Mist, das tut mir jetzt sehr leid, aber so ist es am einfachsten. Und ihr verschwindet
erstmal und keine Sekunde später ploppt bei Wesley und Harry im, wo gerade, wahrscheinlich gerade in diesem Augenblick ausgespielt wird, dass doch Wesley doch kein Royal Flush hat. In dem Moment, wo ihr gerade wieder auftaucht, lege ich meine Karten offen hin. Oh, da wird sich mein Schwesterherz aber über ein ganz besonderes Plop-Hochzeitsgeschenk freuen. Ja, und Alistair und Rachel landen mitten bei euch auf dem Tisch. Hey, 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 hey! Oh! Alistair, Mitspielerin, sehr schön. Junge Dame, setzen Sie sich doch. Rachel? Ich wusste es! Wesley? Ich habe das Gefühl, dass Sie sich bereits kennen. Was ich sitze noch so, erstmal auf dem Tisch und dann versuche ich da irgendwie runterzukommen und fall dabei erstmal voll auf die Schnauze. Ja, dann bin ich die Fans des Universums sind eins. Und dann sitze ich auf dem Boden und krabbel so ganz schnell nach hinten an die nächste Wand. Das habe ich doch hervorragend hinbekommen. Warte. Ich gehe wirklich hoch in Bäumen. Ich gehe in die Bar. Was hast du getan? Warum hat diese Dame Angst vor uns? Gerade eben war ich in meinem Hotelzimmer. Ach so, ja. Jetzt bin ich hier. Ach so, ja, da. Das ist richtig, meine Liebe. Das haben Sie gut erkannt. Ihr Geist funktioniert wohl einwandfrei. Rachel, was machst du in einem Hotel, wo eine Schießerei war? Oh, verdammt, Schießerei im Lucky Four Hotel. Ja, Alistair, genau. Du warst gerade dort und hast diese Dame mitgebracht. Ach so. Also habe ich das doch schon erledigt. Okay, gut. Mann. Matthew. Matthew wurde erschossen. Und so, so der Augenblick, wo das halt so ein bisschen auch einsinkt und halt einfach die Tränen ihr runterlaufen. Wahrscheinlich bemerkt das nur von einer Seite her ist, weil auf der anderen Seite ist halt nicht so. Und ich verstehe die Welt nicht mehr und dann sitze ich halt erstmal in der Ecke und schluchze vor mich hin. Und Alistair guckt den Bourbon an. Ich nehm dir das Glas aus der Hand, geh auf Rachel zu, hock mich dazu, halt dir das Glas hin. Schlag's aus der Hand. Dann würde ich meine Hände auf deine Schultern legen. Ganz ruhig. Was soll das alles hier? Was ist passiert? Normalerweise teleportiert man nicht einfach so irgendwo hin. Das ist alles ein komischer Traum und dann irgendwie mir selber so in den Arm zwicken, mich selber irgendwie aufzuwecken. Das funktioniert einfach nicht. Und Harry, ist das ein guter Zeitpunkt, um über Traumreisen zu reden? Später. Alistair, später. Setz dich erstmal hier hin. Ich zeig auf einen schicken Ledersessel. Ich hol dir was zu trinken und Alistair erklärt dir, was er gerade da getan hat. Ich darf was. Ich bewege mich nicht vom Fleck gerade. Ich soll was erklären? Können wir bitte erstmal die Relation zwischen euch beiden aufklären? Ihr scheint euch ja zu kennen. Ja. Ich habe gerade eben mit meinem Royal Flush ein wunderbares Hochzeitsgeschenk für meine Schwester angekündigt. Und in dem Augenblick, wo du Hochzeit sagst, fängt sie noch lauter an zu weinen. Das ist meine Schwester. Dann ist das sehr angenehm, sie kennenzulernen, Miss Klein. Und guck dir nochmal deine Karten an. Du hattest keinen Royal Flush. Lass die Verbindung fallen. Ich guck auf die Karten, gucke dann. guck auf die Karten, sehe die vier Asse, leg die hin.
Damit hätte ich immer noch gewonnen, aber das ist egal. Du hast gerade gehört, was da im Hotel passiert ist. Jetzt nochmal, und dieser Mann, der erschossen wurde, ist... Ein Verlobter. Und der wurde erschossen von... Irgendjemandem, der auch mich töten will. Haben Sie den Schützen gesehen? In dem Moment, wo du sagst, der will auch mich töten, lasse ich so ein Glas fallen. Zerdrücken bin ich wahrscheinlich nicht stark genug. Ja, irgendwie. Die Stärksten schon. Seid ihr alle nicht. ich schon, wenn ich will. Die Herren sind die Schwachen hier. Wie immer. Viel konnte ich nicht erkennen, aber ja. Sie befanden sich in Ihrem Zimmer oder auf der Straße? In unserem Zimmer. Und die Schützen standen... Was für ein Stockwerk war unser Zimmer? 10. Also kein 10 Schuss von der Straße aus. Vom Dach. Nein, aus dem Dach. Ich hab den Schützen. Haben Sie eine Idee, warum sie erschossen wäre oder er erschossen werden sollte? Hatten Sie Feinde? Viele. Dann war ja meine Entführung genau richtig. Es war keine Entführung, es war eine Hilfe. Oder war es gegen Ihre Willen, Miss? Ich wusste nicht mehr, was er vorhatte. Er war plötzlich da und plötzlich waren wir weg. Ich ziehe meine Brille aus und werf dir einen bösen Blick zu, auch wenn du eigentlich weißt, dass es genau richtig war. Naja, also ich hätte auch noch eine Minute warten können, dann hätte ich das vor den Augen der Polizei machen können. Das Zimmer wurde gestürmt? Naja, ich habe zumindest schwere Stiefel gehört und irgendwie war ich im zweiten Gedanken dann doch davon überzeugt, dass es nicht der Nachtportier ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn Sie erlauben müssen, ich würde meine Brille wieder anziehen. Willst du mir mal genauer gucken? Mit Prime 1. Genau, ist jetzt die Frage, wenn ich 3 in Prime habe, aber nur die erste Stufe klar, sie nutze, ist es dann ein Würfel für Prime oder das Maximum der Sphäre? Ja, dann ist es. Gut, wollte ich nochmal sicher gehen. Nein! Down! Damn! Nee, habe ich nicht, stimmt. Entschuldigung, bin schon wieder gemutet. Ja, ich wollte euch deinen Husten nicht zumuten da draußen. Und So. Gerade nicht konzentrieren, aber Willpower? Schüsse von einem... Bitte? Willpower? Nee, nicht dafür. Sorry, dafür ist Willpower zu kostbar. Aber wenn ich höre, Schüsse von einem Dach, ein Polizeikommando, das die Tür stürmt, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche oder bei Ihrem erschossenen ehemals Verlobten, bald Angetrauten, irgendwelche seltsamen Sachen bemerkt, die natürlich nicht zu erklären sind? So wie das Hin- und Her-Teleportieren? Vielleicht das ist so extrem, aber... In irgendeiner Nein. Form. Ich gehe davon aus, dass Sie und Ihr Verlobter nicht gesuchte Verbrecher sind. Nicht guck nochmal Wesley an. Ich komme in dem Moment mit einem neuen... Wirf mal Wits Insight. Ich komme in dem Moment mit einem neuen Glas aus der Küche zurück. Natürlich ist sie kein gesuchter Verbrecher. Und halt in dem Augenblick sage ich nicht offiziell. Das sind meine Freunde, du kannst ihnen vertrauen. Sie das bitte ausführen, was sie mit nicht das offiziell ist meinen? Ein bisschen schwierig. Ich sehe dich gerade seit was? 15, 17, 17 Jahren das erste Mal. Ja. Ich weiß. Verdammt blöde Umstände. Und ich hätte dich gerne unter glücklicheren Umständen wieder gesehen.
Aber vielleicht können wir dir immer noch helfen. Familienzusammenführung, großartig. Harry, Wits Inside. Wits Inside. Das Einzige, womit ihr mich jetzt helfen könnt, ist, mich irgendwo wegzubringen, wo sie mich nicht finden können. Wer sind Wer denn sind sie? Sie? Und weg. Da ist er wieder. Rachel, willst du verbergen, dass du irgendwas Spezielles in letzter Zeit erfahren hast? Quasi deine Cyberware, willst du das offiziell? Es ist halt die Sache. Es ist ja nicht. Er hat ja gefragt, ob ich an Matthew irgendetwas entdeckt habe, und da habe ich ja theoretisch nicht gelogen. Also du willst es verbergen, aber, ne? Dass da irgendwas ist. Ja. Dann würfel mal Manipulation und Subterfuge. Nicht was? Composure, standstelle von, obwohl, ja, Manipulation, Subterfuge, ach juhu. Kann ich gar nicht gewinnen, weil ich habe nämlich nur einen. Ja, ja. Harry kriegt dann, also weiß jetzt nicht, ob es gelogen ist, Harry, aber du kennst Leute und du hast schon oft mit Leuten geredet und so, und die Frau ist verwirrt. Ja, klar. Aber als du eben gefragt hast, irgendwas Besonderes, die hat ein bisschen zu schnell gesagt, da war nichts. Ich kenne nicht die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Herrn Bruder. Ich möchte Ihnen aber versichern, dass ich Ihnen helfen will. Ich habe eine Vermutung, um wen es sich gehandelt haben könnte, aber dafür brauchen wir Indizien. Und wenn die Indizien die Vermutung verhärten, besteht dringender Handlungsbedarf. Genau, weiß ich es doch auch nicht. Ich nehme an, das wird unser ehemaliger Arbeitgeber gewesen sein. Und dieser ist? Wie heißt mal wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Cyberware Prosthetics. Genau, Cyberware Prosthetics, Inc. Hat man von denen schon mal was aus der Zeitung oder so gehört? Ja, aus der Zeitung jetzt nicht, aber es ist halt also man kann von denen gehört haben. Ja, vor allen Dingen weißt du davon, weil Rachel da ja gearbeitet hat. Und ich interessiere mich für Tech. Ja, wenn dich für Tech interessiert, also die ist halt eine Firma, die sich halt mit der Herstellung von Prothesen befasst. Aber seit wann endet die Arbeit an Prothesen so? Wieso? Ich schaue so zwischen mich hin und her. Sie machen ziemlich krasse Sachen. Geht um ein paar Neuerungen, Prototypen, die in falsche Hände gelangt sind. Die haben bereits bei dieser Firma gearbeitet. Lange Jahre. Das heißt, sie waren dort öfter in den Räumen, Büros, Labors. Natürlich, in den Labors nicht ich, nur Matthew, er war Wissenschaftler. Würden Sie mir erlauben, Sie auf eine andere Art zu befragen? Ich verstehe nicht. Konzentrieren Sie sich bitte auf diese Uhr. Ich schwinge die Uhr so ein bisschen hin und her. Ach du meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich gerade Hypnose... Es ist keine Hypnose. Harry? Ja. Lass das erstmal. Wenn Sie etwas mit dieser Firma zu tun haben, müssen wir dringend untertauchen, Wesley. Da haben wir keine Minute zu verlieren. Wie heißt das? Diese Firma? Firmeneigentum. Oh, ihr merkt auch, dass Rachel was verbergen möchte. Und wenn wir wollen. Du sagst du einfach so vor mir, ja? Ja.
sage ich tatsächlich. Und wenn wir wollen, dass Rachel ehrlich zu uns ist. Ich sitze hier. Offensichtlich. Wenn Personen über Anwesende reden, ist nicht sehr höflich, Wesley. Dann sollten wir auch zu ihr ehrlich sein. Ich habe mir immer noch nicht gesagt, warum ich plötzlich hier bin. Da komme ich jetzt zu. Beziehungsweise, da kommt Alistair jetzt gleich zu. Alistair grinst. Lehne mich zurück, bereite mich auf einen Vortrag vor, nimm mir das Bourbon. Und einen Keks. Und einen Keks, ja. Stellen Sie sich vor, Sie... Wir sind ziemlich jung, aber auch nicht so jung. Also vielleicht kennen Sie den Film Die Matrix? Natürlich. Erinnern Sie sich an diese Szene ganz zu Anfang mit dem Spiegel, wo er reingreift und der Spiegel quasi über seine Finger klettert? Ja. So. Stellen Sie sich vor, wo er vor diesem Spiegel sitzt, das ist hier. Ja. Ja, klar, hier, jetzt Spiegelpunkt. Wenn er in den Spiegel reingreift, durchstreift sein Finger die Realität. Und Realität ist in diesem Sinn nur, es ist wie ein Geflecht, ein Maschengeflecht, wenn Sie so wollen. Es ist zwar sehr straff geknüpft, aber es gibt immer wieder Punkte, wo man durchschlüpfen kann und wo man eine Krümmung hervorrufen kann. Klar, soweit, richtig? Das widerspricht aber allen Gesetzen der Physik, die es so gibt. Richtig! Ist das nicht genial? Wir haben ihn verstanden. Respekt. Miss Klein, Respekt. Ich hätte es nicht. Und ich weiß, wovon er reden will. Ich habe Physik gemajored. Ach. Irgendwie. Ich wusste, dass die schlagartig die Intelligenz in diesem Raum erhöht hat. Also. Es geht schon wieder los. Fangen wir ganz einfach an. Ich habe, wenn Sie sich einen entfernten Punkt vorstellen, und wissen, wie Sie den Spiegel auseinanderziehen müssen, dann können Sie diesen Punkt erreichen, egal wo er sich befindet. Also, schau dich an, blinzel so ein bisschen. Wissen Sie, darum stand ich ja mitten im Zimmer. Ich hätte mich ja nicht mit meinem Astralleib, wobei hätte ich schon, aber ich hätte mich nicht mit meinem Astralleib durch das Kugelloch quetschen können und auch nicht unter der Tür durch. Das ist physikalisch unmöglich. Ich schaue Wesley so an. Ist der immer so? Ja. Also ich wollte es ja auf die einfache Version versuchen, und aber mach dir mal. Einfach ist nicht immer gleich ehrlich. Aber da das physikalisch unmöglich ist und wie wir ja wissen von Sherlock Holmes, wenn man die alle Wahrscheinlichkeiten ausgeschöpft hat, muss die unwahrscheinliche Lösung die richtige sein. Alistair, die Kurzfassung. Ich habe mich teleportiert. Soweit war ich auch. Und das kann ich durchaus, weil ich darin, sagen wir mal, ein wenig bewandert bin, kann ich auch andere Personen mitnehmen. Alistair kann zaubern. Das hört sich in Vegas irgendwie falsch an, Wesley. Also ich kenne ja einige sehr interessante Zaubertricks und sowas und ich weiß auch, wie die alle funktionieren, aber ich bin mir sicher, dass Teleportieren an kilometerweit entfernte Orte nicht dazugehört. Ja, und das kann richtig in die Hose gehen. Oder man kann seine Hose verlieren. Ja, das wollte ich dir damals nicht zumuten. Das ist doch besser so. Das hier, und ich mache in dem Moment ein Trick mit Karten ist keine Magie. Das sind üble Schaustellertricks.
Das kann jeder lernen. Endlich sieht das ein. Alistair spricht von wirklicher Magie. Und Wollt ihr mir einfach einen Bären aufbinden? Das ist alles echt nicht witzig. Physikalisch ist das nicht möglich. Drüben liegt mein Verlobter tot. Und ihr labert hier irgendwas über Magie? Soll ich mal sehen, wie es drüben gerade vor sich geht? Also was die Polizei vielleicht gerade mit ihrem Verlobten macht? Kannst du bitte nachschauen, ob da Men in Black sind? Und auf einmal wird Alistair ernst. Oh! Ja. Rachel weicht so ein bisschen zur Seite. Klar, Moment, das... Ah, sicher. Ich halte mal Ausschau nach Smiths. Die Arbeit bei einer Firma, die kybernetische Implantate herstellt. Harry, da steckt eine Menge Grips unter deinem komischen Hut. Danke, mein Sohn. Smiths? Ein Black? Ich weiter zurück und futtere Kekse. Ich würde die andere Straßenseite bevorzugen, nicht mitten im Zimmer reinplatzen, falls die Spurensicherung da ist. Ja. Nimm die Brille ab. Du siehst noch mehr verstörte Blicke. Du weißt schon, dass du den Ort einfach nur wahrnehmen kannst. Warum gehst du immer dahin und gibst dich der Gefahr hin, dass sie dich erwischen? Das verstehe ich nicht, Alistair. Du hast ja recht. Ich meine, wenn noch ein Man in White dabei ist, dann könnten sie dich irgendwo in den Zwischenwelten gefangen halten. Gut, du hast ja recht. Außerdem, ich habe schon getrunken. Das ist vielleicht nicht ganz gut. Ja. Also sende ich meinen Geist ganz aus. Glas. Obwohl, ist besser. Also dann, Astralleib, geh! Flieg. Ich möchte mich da reifen. Ist eine leere Schale und sagt, Wesley, die Kekse sind leer. Und ich sage, Wesley, du hast komische Freunde. Bist du deswegen abgehauen? Ich glaube, das war es nicht wert. Ich bin nicht abgehauen wegen diesen komischen Leuten, sondern weil ich genauso komisch bin. Wieso wundert mich das gerade gar nicht? Ist dir nie aufgefallen, dass mir alles in den Schoß gefallen ist? Das war kaum zu übersehen. Es ist kein Glück, wenn du es beeinflussen kannst. Natürlich, man erarbeitet sich alles. Habe ich jemals für irgendwas gearbeitet, was mir Gutes passiert ist? Ich bin immer davon ausgegangen, dass du das getan hast. Vielleicht kann man es Arbeit nennen, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich bin auch ein Magier. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich halt dir ein Kartendeck hin, geb's dir in die Hand und sag, zieh irgendeine Karte. Ich ziehe irgendeine Karte. Ich sag dir, was es ist, Karo 9. Muss ich dafür würfeln? Bist gemütet. Wir haben dich nicht gehört. Wally, du bist gemütet. Und muss er würfeln? Da würfel ich dann auf Entropie, ja?
in Arete natürlich. Einigkeit verändern müsste ein Zweier sein. Ja. Dann nehme ich nur zwei Würfel von Entropie, ne? Oder das ist die höchste, also von Sphäre, die du benutzt, nimmst du. Ja. Und wenn du deinen Fokus benutzt, kriegst du einen extra Würfel. Den habe ich ihr ja gerade in die Hand gedrückt. Dann kannst du ihn nicht benutzen. Den kann ich gerade nicht benutzen. Gut. Gibst deinen Fokus aus der Hand. Alter. Aber vier Erfolge, das reicht wohl. Ja. Und wie soll mich so ein Taschenspielertrick jetzt davon überzeugen? Zieh die nächste Karte. Ohne sie mir wiederzugeben. Es gibt genug Möglichkeiten, ein Deck so zu zinken, dass man immer weiß, was gezogen wird. Das ist das Problem an Wissenschaftlern. Sie finden für alles eine Erklärung, wie abstrus sie auch immer sein mag. Alistair, du kannst aber mittlerweile mal gegen zwei Erfolge auch mal würfeln. Du wolltest ja verschwinden. Zwar nicht körperlich, aber geistig. Sehen wollte er nur, ja. Mhm. Plus minus 0, ja? Mhm. Ja, wenn du deinen Fokus benutzt, plus 1. Und ich denke mal, das ist ein bisschen weit weg. Vielleicht lassen wir es plus minus 0, das ist ganz gut. Weil du musst ja weit schauen. Und du wolltest ja dahin gucken, wo du gerade auch nicht warst. Also das ist schon... Ja. Aber locker. Was möchtest du denn schauen? Ich möchte erst mal gucken, der ist jetzt ein paar Minuten vergangen. Mhm. Weiß nicht, wie viel, eine Viertelstunde oder so, keine Ahnung. Und wenn die direkt vor der Tür standen, werden sie jetzt mit Sicherheit schon vermutlich den Körper abtransportiert haben. Ja, genau. Also du siehst halt die Spurensicherung an ihrer Arbeit da. Ja. Du siehst die Leiche nicht mehr. Mhm. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwie jemanden entdecke, der viel zu auffällig da ist. Also unauffällig auffällig, Leute in Anzügen. In der Tat siehst du da keinen. Also jetzt nicht jemand, der sich mehr auffällig irgendwie verhält als jemand anders. Das ist halt so ein typischer etwas heruntergekommen aussehender Detective mit einem Trenchcoat, aber sonst so 3 Tage, 4, 5 Tage Bart, Alkoholfahne. So ein Noir, der Detective. Kriege ich von den Gesprächen was mit? Also wie jetzt gerade so Stand der derzeitigen Lage ist, also was die aufgenommen haben bislang? Ja, du kriegst irgendwie mit, dass sie sich unterhalten, dass irgendwie ein Hilferuf ja abgesetzt wurde über das Telefon des Zimmers, dass eine Frau sich da gemeldet hat und dass sie jetzt nicht wissen, wo die Frau ist. Mhm. Und ja, dass die Einschusslöcher unterhalten sich halt drüber, in die Winkel, wie die Kugeln geflogen sind. Physik ist toll. Wenn ich ein bisschen raus mich bewege, sehe ich auf der Straße Auffälligkeiten, also wie einen schwarzen Wagen, der vorfährt. Wie gesagt, irgendwas, was mich aufmerksam machen würde auf... Nochmal Wits und Investigation. Oh Gott. Ich habe befürchtet, dass das kommt. Entschuldigung da draußen, ich muss zwischendurch husten. Ein Erfolg. Du bewegst deinen Geist irgendwie Richtung Straße. Mhm. Siehst dann halt den Krankenwagen, wie er losfährt. Mhm. Siehst auch einen Leichenwagen, wie er losfährt. Mehrere Polizeiautos, die da rumstehen.
Aber jetzt kein irgendwie sonderlich, also kein verdunkelte Scheiben, sonst irgendwas, Fahrzeug oder so. Zufällig ein Wagen von der bekannten, von der Firma, die Sie gerade genannt haben, irgendwo stehen? Nein. Okay. Also erstmal nichts Auffälliges. Nee. Ich würde dann noch so ein, zwei Minuten, denke ich, da bleiben. Mhm. Bis sich halt so der erste Schweiß zerstreut quasi, beziehungsweise bis die Polizei langsam... Ja, du kannst ja warten, bis sie so die Spurensuche irgendwie abgeschlossen haben. Irgendwie kannst dann auch sehen, dass einige halt auf das Nachbargebäude hochgehen. Wenn du dich dann dahin bewegst, kannst du auch irgendwie sehen, dass sie da Zigarettenstummel auf dem Dach finden und Patronenhülsen. Also, dass der Schütze von hier aus wahrscheinlich geschossen hat. Das kannst du sehen, dass das Türschloss zum Dach aufgebrochen ist. Und zwar mit Gewalt aufgebrochen wurde. Also quasi so zerquetscht ist. So, das war so ein Vorhängeschloss und dann quasi so kaputt gequetscht. Oh, das ist auffällig. Wahrscheinlich, also der Detective vermutet ein Brecheisen oder sowas. Aber es sieht schon ein bisschen komisch aus. Ja. Also. Gut. Dann würde ich, denke ich, zurückflattern. Ja, währenddessen Harry, Wesley und Rachel, er wollte ja gerade den Kartentrick machen und das beeindruckt Rachel überhaupt nicht. Währenddessen sitzt Alice da irgendwie in dem bisschen sabbernd vielleicht. Irgendwie geistesabwesend. Nicht, dass es... Ich nehme Rachel die Karten wieder ab. Bin ein bisschen stolz drauf, dass sie offensichtlich auf meinen das sind alles nur billige Spielertricks gehört hat. nehmen sie mit ans Fenster, wird mit ihr auf die Straße gucken und ihr so die nächsten 5, 6 Autos, die um die Ecke fahren, mit Farbe und Marke nennen wollen. Ich nehme an, ich darf wieder würfeln. Ja, würfel nochmal. Er sagt quasi voraus, welche Autos da gerade, welche Marke um die Ecke kommen. Ich habe die Karten ja wieder in der Tasche. Das heißt, ich kriege einen Bonuswürfel. Ja. Denke mal, das ist schon eine Manipulation auf relativ hoher Ebene, weil du ganze Fahrzeuge und sowas beeinflussen musst. Ich denke, 3 ist da angebracht. 3 Erfolge? Ja, das ist sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolgen, weil die 10 verdoppeln sich. Ja, du weißt, du kannst alles da manipulieren. Da kommt alles. Ich bin so, okay, egal. Selbst wenn das stimmen würde und ich sage nicht, dass ich dir glaube. Aber nimm dir mal ein Paradox, Wesley. Was hat das alles mit dieser Situation zu tun? Deshalb bist du Möchtest hier. Du per Zufall mir sagen, wer meinen Mann umgebracht hat, oder was? Nein, aber das versteht Henry, glaube ich, besser. Wir haben immer noch keine Indizien dafür. Nicht bevor Alice da etwas sagt, oder... ich mit der Dame gesprochen habe. Aber ob du mir jetzt glaubst oder nicht, wenn Henry dir helfen soll, solltest du ihm vielleicht etwas erzählen. Was soll ich mir erzählen? Wir werden von meinem ehemaligen Arbeitgeber wahrscheinlich gesucht. Genau. Aber ein Prothesenhersteller setzt seine Mitarbeiter nicht einfach auf eine Abschussliste. Es sei denn, die Mitarbeiter haben etwas, was er wieder haben will. Ich gucke mal Rachel an. Oder wissen etwas, was sie nicht wissen sollen. Wenn sie sich jetzt haben bitte auf diese ein... Uhr konzentrieren würden. Also, mach ich nicht, ich strecke so meine amputierte Hand vor mich aus
und lasse diese Haut darüber, diese Illusion wegfallen. Ja. Cyberware. Das dachte ich mir. Das wollen sie wieder haben. Was ist das? Wonach sieht das aus, Brüderchen? Künstlicher Arm. Und dann krempel ich meine Hosenbeine hoch. Und dann lasse ich von der Seite meines Gesichtes auch die Illusion runterfallen. Ja. Ich sehe, sie sind auch magisch begabt. Das hat nichts mit Magie zu tun. Oh, doch, hat es. Nein, das ist Cyberware, die mir eingepflanzt wurde. Richtig. Sie nennen es Cyberware, aber auf der Kernebene ist das alles Magie. Das ist Technik. Nur Magie, ja. Sehr weit in. Erklären Sie mal, mit welcher Technik man so präzise Hologramme erzeugt. Daran hat Matthew geforscht. Natürlich hat er das. Und ich lasse halt diese Illusion einfach wieder drüber gehen. Und das, was hier an mir dran ist, ist Milliarden Dollar wert. Das wollen sie wieder haben. Ich glaube eher, dass sie das Wissen darum ausradieren wollen, damit sie und Matthew. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ohne das Wissen von Matthew werden die das nicht daran nicht weiterarbeiten können. Er hatte gesagt, er wäre der Einzige gewesen, der die Möglichkeit gefunden hatte. Wie hat er es nochmal genannt? Quintessenz? Er war auch ein Magier. Ich schaue ihn an. Nein, er war Wissenschaftler. Natürlich. Sehr anerkannt. In einer ziemlich hohen Position in unserer Firma. Wir können jetzt noch eine Stunde darum reden, was Magie ist und was nicht Magie ist, oder ich kann es Ihnen zeigen. Entscheiden Sie sich, die Zeit läuft. Ich weiß nicht genau, was sie mir dazu zeigen wollen, und ich weiß vor allen Dingen nicht, wie das mich das betreffen sollte. Da ist draußen einer, der uns beiden nach dem Leben getrachtet hat, und einen hat er erwischt, und es geht jetzt nächstes dran. Eine ziemlich mächtige Gruppe. Eine Gruppe, vor der wir, und ich zeig mal auch auf den Sabbanden auf den Stuhl, seit Jahren im Untergrund geflohen sind. Keine Ahnung, zeig mir was auch immer du willst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir was... Die Uhr. Ja, guck ich halt auf diese dumme Uhr. Ja, dann mache ich mit dir das Gleiche, wie ich eben mit Wesley schon gemacht habe. Ja, gleiche Schwierigkeit, gleiche Würfelanzahl. Ja, ich habe einen Fokus jetzt, deswegen ist es ein... Alter! Ein Erfolg. Okay. Ja. Reicht aber nicht. Willpower. Ja, ich setze Willpower ein und roll dann die 2 Einsen und eine 2 neu. Alter. Hast geschafft, kriegst meinen Willpower-Punkt. Verdammte Axt. Ah, 2 Erfolge mehr reicht. Geht auch. Ja, sind es 3 Erfolge. Ja, dann würde ich auch mal unsere Geister miteinander verbinden und dir dann erstmal Erinnerungen von mir zeigen. Wesley im Casino und dann halt immer auf die krassen Sachen, grün 0, rot 47 und das halt 20, 30 Mal nacheinander kommt und halt jenseits von jeglich möglich berechenbarer Stochastik er halt Gewinne einfährt ohne Ende. Oder dann halt irgendwie mal eine Kellnerin über etwas gestolpert ist, das Tablett ihr aus der Hand gefallen ist und er sich halt genau in der richtigen Sekunde zur Seite gebückt hat und die Dame gegenüber es im Ausschnitt hatte und er so, ach, tut mir leid, kann ich Ihnen helfen? So, ich hab hier... Und sie dann noch abgeschleppt hat.
oder ja, eine Szene von mir, wo mich, ja, würdest sagen, laufende Hunde angegriffen haben und ich aus meiner Hand ein glühendes Schwert erschienen lassen habe und sie dann vertrieben habe. Oder dann man einen Raum sieht, wo Alistair auf dem Stuhl sitzt, am Fenster vorbeiläuft, gleichzeitig rausguckt, ein dritter Alistair dort steht, ein Buch liest und irgendwann sich alle drei wieder auf dem Stuhl sitzenden zusammen vor mir aufhält. Ah, ich hab's die gefunden! Und dann würde ich den Spieß umdrehen und in deine Erinnerung gehen und halt versuchen, sagst während deiner Arbeitszeit. Ein Man in White oder ein Man in Black? Man in Black werde ich schon mal gesehen haben. Wenn ich Man in White schon gesehen hätte, weiß ich nicht, ob ich noch leben würde. Und dann suche ich mal in ihrer Erinnerung, genau, so ein Verfolgungsjagd der Man in Black, wo wir verschwunden sind und halt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben und du halt gesehen hast, wie die mit irgendwelchen Energiewaffen auf uns schießen, mit Autos, die fliegen und so weiter und so fort. Und dann würde ich halt nach genauso Personen in deinen Erinnerungen suchen. Also zumindest nach Man in Black, dass du jemals einen Man in White gesehen hast, ist relativ unwahrscheinlich. Jetzt muss mir der SL sagen, ob ich da was sehe. Du siehst halt die Firma und die Arbeit, die sie gemacht hat. Also sie hat wirklich halt nur, also sie hat auch keine magischen Sachen oder sowas gemacht. Eigentlich ganz moderne Sachen gemacht. Du siehst halt die Erinnerung, wie sie halt in dem Bett aufgewacht ist, ihre Implantate halt wahrgenommen hat, die erforscht hat, wie sie funktionieren. Du siehst so eine Szene, wo sie mit Matthew weglaufen wollte. Du siehst auch den Streit zwischen Matthew und seinem Chef. Und der Chef trägt in der Tat weiß. Mal kann man jetzt so sagen, was man will. Und siehst dann, wie Rachel mit Hilfe des Implantates so ein Security Guard, der da war, halt gegen die Wand drückt und durch die Wand durchboxt, quasi, um Matthew zu helfen. Dann die Flucht der beiden, wo sie halt vor der Wand stand und versucht hat, mit ihrem Implantaten die Wand zu verändern, aber das nicht geklappt hat. Ja, und du siehst halt jetzt als letzte Erinnerung dann das Hotelzimmer, den sterbenden Matthew und dieses durch das Möbeljahr durchschauen, durch das Einschussloch, den Sniper auf dem anderen Gebäude sehen mit den Cyberaugen. Sehe, der Schütze war auch mindestens kybernetisch verbessert, wenn nicht auch ein Magier. Mhm. Dass wenn nicht die Iteration in X hinter uns her ist, dann zumindest andere Magier schlimm genug. Oder hinter ihnen her ist. Ja, dann würde ich die Verbindung lösen. Ich habe jetzt ja offensichtlich ein paar Szenen gesehen, aber ansonsten spürt man da irgendwie was. Merke ich auch, dass du in meinen... Also du kriegst halt die hundertprozentige Erinnerung mit Gerüchen, mit Geräuschen, mit Gefühlen. Also auch dieser, sag mal, Krenos, der vor mir stand, der halt stank, vor ich dem ein Gefühl von Angst hatte, weil er einfach puren Zorn ausstrahlte. Und ich einfach nur ums Überleben gekämpft habe. Also, wow, was war das? Und ich fass mir so an den Kopf und so reibe mir so ein bisschen über die Augen. Das war Magie. Ich habe sie an meine Erinnerung teilnehmen lassen. Kann das irgendwie dich mal aufhören, als hätte ich die letzten Wochen nicht schon genug Scheiße durchgemacht? Sie haben eine andere Welt betreten. Da wir eben die Allegorie von Matrix benutzten, haben sie die blaue Kapsel gewählt. Davon abgesehen, dass ich mir davon nichts ausgesucht habe. Oh, das tun wir alle nicht. Das hat Wesley sich nicht ausgesucht, das hat Alistair sich nicht ausgesucht und ich auch nicht. Ja, in dem Moment wacht Alistair auch wieder auf und kommt zurück. Oh, Pizza! Nein. Ich bin nicht in L.A., oder? Was bist du nicht? In L.A., oder? Nein. Auch nicht New York.
Du bist in meinem Penthouse. Pizza gibt's, wenn wir fertig sind. Und du erzählst uns jetzt, was du gesehen hast. Ah, Miss! Ich stehe immer noch da und reibe mir meine Schläfen. Also, die sind schon wieder am... die fahren schon langsam wieder weg. Und Spurensicherung und... also vom Gebäude gegenüber so schräg und die suchen nach Ihnen, Miss. Naja, weil es wurde ein Hilferuf abgesetzt von einer Frau und sie fanden keine Frau vor. Und ups, das bin ja ich schuld. naja, auf jeden Fall, es war niemand zu sehen von, ihr wisst schon wem. Und auf dem anderen Dach... hat man Zigarettenstummel gefunden und Patronenhülsen haben sie, glaube ich, auch gefunden. Und da wurde sich Zugang zum Dach verschafft. Und da hat jemand die Kette zerquetscht. Ja, der Schütze war auch kybernetisch verstärkt. Zumindest sagten das seine Augen und... Auch? Ja, schauen wir zu Rachel rüber. Ich strecke wieder meine Hand aus und lasse diese Illusion fallen. Alistair springt hinter das Sofa. Nein. Alles gut, Alistair. Sie hat nichts mit der Iteration X zu tun. Ich habe ihren Verstand überprüft. Wie sich das anhört. Was ist dieses Iteration X eigentlich? Und klar, sie Magier wie wir. Kurz abgerissen haben sich vor... Nun, knapp 500-600 Jahren die magischen Zünfte aufgeteilt in die hermetischen Magier, die an Magie betreiben, so wie sie sich vielleicht Magier aus dem Fernsehen vorstellen, mit Spruchrollen, mit Ritualen, mit Singsang, mit Weihrauch, wie auch immer. Und der Orden der Vernunft, der in ihrer Welt, glaube ich, als Illuminati bekannt ist. Sie haben die Kirche dazu angehalten zu sagen, Zauberei ist Hexenwerk, glaubt daran nicht. Und wir können alles durch Wissenschaft und Physik und Logik erklären. Natürlich können sie jetzt mit ihrer Tante, die 1000 Kilometer weit weg ist, telefonieren, also sprechen, weil sie haben ja ein Telefon. Die Elektrizität läuft über die Leitung, die Worte bilden sich wieder als Sprache durch einen Lautsprecher. Das ist auch eine Form von Magie, nur die Menschen glauben daran, dass es Technik ist. Also sagst du mir gerade, dass das Physik von den Illuminati erschaffen wurde? Nein, Physik gab es natürlich früher, es sind Naturgesetze, aber die Begründung, die sich über die Physik herleiten lässt, das wurde von dem Orden der Erleuchtung erdacht, richtig. Von dem Orden der Vernunft. Ein Kissen hebt sich. Das ist schon abgespaced. Dann guckt er, also Alistair hinter dem Kissen vor. Naja, Physik, Technik, das ist alles sehr, sehr schwer. Und wissen Sie, aus dem Grund habe ich eben den Lehrstuhl angenommen, um ein Auge darauf zu haben, wenn neue Sachen passieren. Damit ich entsprechende Stellen informieren kann und wir reagieren können. Genau. Versetzen Sie sich doch einfach mal in Sie selbst vor 500 Jahren. Hätten Sie Ihrem damaligen Selbst erzählt, hey, ich habe hier ein kleines Gerät, in dem kann ich bewegte Bilder laufen lassen, kann x-beliebige Menschen irgendwo auf der Welt sprechen, kann mir eine Pizza bestellen und liefern lassen, auch wenn die Person nicht gewusst hätte, was Pizza ist, hätte man sie wahrscheinlich als Hexe verbrannt. Weil es für die Menschen Magie gewesen wäre. In der Tat war es fortgeschrittene Technik. Und heute ist es so, dass jeder genau das Gegenteil glaubt, dass es nämlich keine Magie gibt, sondern nur Technik. Deswegen ist der Orden der Vernunft so stark. Weil ihre Magie überall eingesetzt wird. Miss, das ist jetzt, also ich muss mich da vielleicht nochmal entschuldigen für den Überfall, aber ich denke, unterm Strich war es so jetzt wohl am leichtesten. Es wäre um einiges anstrengender gewesen, sie aus einem Gefängnis herauszuholen. Weil ich denke, sobald sie da gesessen hätten, wären die Jungs schnell da gewesen. Ich denke nicht, dass sie in einem Gefängnis gelandet wäre. Oder das. Dürfte ich mir den Arm einmal ansehen? Ich mache auch nichts kaputt.
So, die Lampe knistert da. So aber vorsichtig. Wenn du ihr weh tust, tue ich dir weh. Ist ja gut, ist ja gut. Ich mag auch so zärtliche Familienzusammenführung. Außerdem liebe ich Technik. Darum mögen mich so wenige. So. Ja, dann stricke ich dir den Arm aus. Das ist ja... Also berührte ganz vorsichtig. Spüren Sie das? Also tipp mal so dagegen. Ja. Er ist voll beweglich. Und wenn ich halt meine Finger und Teil meiner Hand bewege, siehst du halt, wie so kleine Röhren quasi aufleuchten. Ja, Gefühl, also es sieht aus, als wäre es irgendwie eine Leuchtflüssigkeit oder sowas drin, aber es ist im Endeffekt die Quintessenz, die irgendwie physisch gemacht wurde oder so. Bei Archimedes Arsch. Das ist ja fast unglaublich. Wenn das nicht solche Drecksäcke wären, würde ich die ja bewundern dafür. Ja, mein Verlobter war schon echt gut in dem, was er getan hat. Offenbar ein brillanter Kopf. Ja. Haben die Sonderfunktionen, die sie vielleicht schon entdeckt haben, höher springen, Energiestrahlen, technische Geräte stören? Ich kann halt diese Illusion darüber... Mache ich auch wieder. Sieht halt direkt normal aus wie meine Hand. Und ein organisches Tarnfeld. Natürlich sind die halt stärker als normale Muskeln. Möglicherweise, wenn ich genau begreife, wie die substanzielle Platinenverkabelung ist, könnte ich vielleicht auf die Steuerung zugreifen und mal sehen, was sie tatsächlich verbaut haben alles. Ich ziehe meine Hand weg. Können wir aber auch verschieben. Wesley, könntest du bitte mal prüfen, ob diese Implantate ein Signal senden, das man zurückverfolgen kann? Steht sie vor Stirn. Wesley? Hallo? Ja? Der Harry hat dich gerade nach was gefragt. Kannst du bitte mal prüfen, ob diese Implantate ein Signal absenden, das man hierher zurückverfolgen kann? Ja. Würde ich dann tun. Ja. Zwei Erfolge. Arete plus Fokus plus Force. Also 5. Ja, 4 Stück. Also das, was versuchst du jetzt genau rauszukriegen? Ob das irgendeine Energie abstrahlt? Oder ob da Energie ist? Oder? Ich wurde ja gefragt, ob es Energie absondert. Darauf würde ich mich erstmal konzentrieren, weil ich davon ausgehe, dass da irgendwelche Energien da sind. Ja, in der Tat ist da keine großartige, also es sondert in dem Sinne Energie ab, als dass das Tarnfeld ja aufrechterhalten werden muss. Und jedes Mal, wenn Rachel sie in die Arme bewegt, siehst du so eine Energieschwankung, klar. Aber es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwo weit in den Äther strömt oder so. Aber sie... Klar, dass man sieht, dass Energie fließt. Und du siehst auch die Strom. Wird das Tarnfeld denn durch Elektrizität erzeugt oder durch Quintessenz? Weil Quintessenz kann er mit Force nicht sehen. Er kann nur Elektrizität, Radiowellen und so weiter. Er sieht Elektrizität und er sieht, dass die halt auch benutzt wird. Ob das jetzt dadurch funktioniert oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage. Und Rachel hat ja eben erklärt, dass diese Linien, die da drüber laufen, dass das die Quintessenz ist. Das hat ihr Matthew ja erklärt, aber das stimmt auch nicht mit dem überein, was du an Energiesignaturen siehst.
Ja, wenn sie ihren Arm bewegt, fließt dort Energie. Also es sieht aber schon sehr ähnlich aus wie ein normaler Arm. Also wenn du dagegen den anderen Arm von ihr siehst, da laufen halt auch elektrische Impulse lang. Ja. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Ein bisschen stärker halt. Ja. Also die normale Nervenbahn. Ein bisschen stärker vielleicht. Es gibt kein Signal nach außen, es gibt keinen Uplink, es gibt keine Verbindung zum Wi-Fi, nichts. Nein. Gut, dann könnt ihr weitermachen. Nehme ich zurück das Keks. Ja, die Kekse waren leer. Das Gute ist ja, der Matthew hat ja nicht auf Anweisung gehandelt. Er hat ja, der sollte die ja nicht operieren, deswegen. Ja. Das heißt, da draußen rennt aber noch irgendein anderer Terminator rum. Ja, sie ist nicht die erste. Wer weiß, wie viel es noch gibt. Was ich eigentlich gar nicht verstehe, weil Matthew hatte gesagt, dass diese Technologie noch nicht benutzt wurde, weil sie noch nicht ausgereift war. Seine. Wieso hast du sie dann? Sie ist der Prototyp. Wenn ich sonst gestorben wäre. Wir hatten einen Unfall. Ich habe nicht freiwillig meinen Arm und meine Beine, mein halbes Gesicht gegeben für das hier. Das war, wie ich das mitbekommen habe, sogar alles gar nicht genehmigt. Hat er auf eigene Faust gemacht, um mir das Leben zu retten. Hat sich damit offensichtlich keine Freunde in der Firma gemacht. Ja, Harry erinnert sich auch an diesen Gedächtnisschnipsel da, wo er sich halt mit diesem Chef gestritten hat. Da ging es halt und da wirst du, ja, kannst du ja nochmal erklären, worum es da ging. Genau, dann wirst du halt aber auch noch erfahren, dass halt das Geld vom Militär kommt. Und dass es halt ne Supersoldaten verstärken und sowas in der Art eher ist, aber dass Matthew da eigentlich gegen war und er das eigentlich nur gemacht hat, um wirklich Menschen zu helfen. Aber dennoch halt durch die verstärkten, naja, Stärke halt und sowas, ne, ist das halt, bin ich schon so ein bisschen superhuman. Naja, Miss Harry wird mir da vermutlich zustimmen. Die schlimmsten Sachen, die die Menschheit kreiert hat, fußten auf guten Absichten. Ja. Kommt aus der Küche, ein Stück Pizza in der Hand und eine Tüte Chips. Das Gegenteil von gut ist immer gut gemeint. Als Physiker weiß ich da sehr gut drüber Bescheid, ja. Und wenn ich das Wort Supersoldat und Militär und Kybernetik in einem Zusammenhang höre, dann stinkt das so extrem nach Iteration X, das geht schon gar nicht mehr. Also auf gut Deutsch, Miss Klein, Sie müssen untertauchen. So wie wir. Das wusste ich tatsächlich schon, bevor ich hier hingebracht wurde. Deswegen war ich gerade meine Sachen am Packen und mir überlegen, wo ich mich absetzen kann. Wir wollten nach Brasilien. Das ist der Punkt. Sie flüchten nicht vor irgendeiner Firma, die ein paar Sicherheitsleute hat, sondern vor einer Macht, die jegliche Elektronik auf diesem Planeten kontrolliert. Über jegliche Art von elektronischer Kommunikation jeden Menschen ausfindig machen kann. Tja, und in dieser Stadt gibt es so gut wie überall Kameras. Also muss ich irgendwo in ein dritte Weltländchen. Ich habe gehört, Sibirien oder diese Jahreszeit ist extrem schön sein. Echt oder jetzt Sibirien? Der Sant-Andreas-Grab ist vielleicht ein bisschen tief. Ja, schon, aber der Bereich der Welt mit der größten Werwolf-Population und die hassen uns wie die Pest. Werwölfe? Diese Kreaturen, die mich angriffen in der Erinnerung. Mann, das wird ja immer schlimmer. Und sie können sich natürlich unserem Untergrund anschließen. Wir kämpfen gegen die Men in Black oder die Technokratie, wie immer sie nennen wollen. Also,
Harry kämpft. Ich denke, das ist so. Und Matthew macht irgendwas dazwischen. Wesley macht irgendwas dazwischen. Wir leisten Widerstand, sagen wir es mal so. Kämpfer sind wir alle drei nicht wirklich. Aber wenn sie doch alles sehen können, wie seid ihr dann unter dem Radar? Züchten auf Technologie. Wesley über Flachbildfernseher. Schaue ich auch gerade so hin. Du siehst auch in der ein oder anderen Ecke vielleicht einen Kontrollmonitor, der irgendwie so den Eingangsbereich mit Kameras abdeckt oder sowas. Und wenn es ganz arg wird, lehne ich mich mal einfach dagegen. Elektronik mag mich nicht. Das gab mal ziemlich Ärger an der Universität, kann ich Ihnen sagen. Also, dieses Elektronenmikroskop. Was würdet ihr dann sagen, was ich tun soll? Das ist natürlich Ihre Entscheidung. Wollen Sie ein Leben auf der Flucht leben? Alle paar Wochen an einen anderen Ort umziehen, niemals Freundschaften knüpfen, niemals soziale Kontakte pflegen, weil jeder, der Sie kennt, ein potenziell toter Mensch ist? Dann sollten Sie sich für die Flucht entscheiden. Um ehrlich zu sein, bin ich gerade eigentlich eher Rache. Oh! Das ist ein ziemlich niederes Motiv. Aber nachvollziehbar. Ich habe dieser Person, die meinen Mann getötet hat, in die Augen geschaut. Oder auch nicht Augen. Ja. Ich meine, nee, also vielleicht, aber wenn... Das wäre nicht schwierig, behaupte ich. Ja, die Waffen des Feindes gegen den Feind zu verwenden, kann unter Umständen... Nee, ich meine, wenn wir jetzt Miss Klein gegen diesen anderen kybernetisch ausgestatteten Menschen kämpfen lassen würden, ist die Chance, dass sie verletzt wird, schon ziemlich groß, oder? Die Chance... Keine Wahrscheinlichkeitsrechnung heute. Sie ist kein Köder. Nein, ganz bestimmt nicht. Niemand von uns wird jemals ein Köder sein, wenn es um die Iteration X geht. Ich gucke mal, ob ich etwas über diese Art von Magie herausfinden kann. Bitte nochmal meine Brille ausgucken. Mhm. Könnten Sie bitte die Illusion nochmal fallen lassen? Würde ich machen. So, dann Fokus mit ein. Zwei Erfolge. Läuft. Was möchtest du sehen? Ja, ich versuche halt die Art von Quintessenzstrom wiederzuerkennen oder die Art von Magie, die dort läuft, und ich hoffe, dass ich erkenne, welche Sphären in ihr aktiv sind. Mhm. Ja, was du sehen kannst, ist, dass jemand irgendwie, also du siehst die Quintessenz in den Dingern, und du weißt ja, wie Quintessenz wirkt und wie die wie die in Lebensformen aussieht und in Steinen und wo sie halt überall drin ist, ne? Und da wirkt es aber eher so, als ob man die so pervertiert hätte. Also du erkennst noch so die Reste von Quintessenz, die da eigentlich nicht reingehört, aber die für diesen Arm arbeitet. Also hat jemand wahrscheinlich mit Gewalt irgendwo rausgezogen und da rein transportiert. Und was die Sphären angeht, ist das relativ schwer zu erkennen. Das ist... Also nicht in den Arm, wo ich gucke auf ihren Leib, ob in ihr Sphären, aber so eine Magierin ist. Ja. Sie hat Force und... Was hast du noch? Ich habe Force, Matter und Entropy. Force, Matter und Entropy.
Entropie also, am wenigsten. Gegeben dem Fall, dass dieser andere Kybernetik-Organismus die gleiche Art von Implantat hat, den Sie haben, können wir ihn relativ einfach finden. Möchten Sie das? Ich schaue so zwischen allen hin und her, so. Naja, finden muss ich ihn ja offensichtlich, wenn ich mich rächen möchte. Gut, dann schaue ich zu Alice darüber. Ich würde versuchen, zwischen euch ein geistiges Band zu knüpfen. Miss Klein, Sie konzentrieren sich bitte auf die Materie in Ihrem Arm und versuchen, dies in einem magischen Bild sich vorzustellen. Ich übermittle dieses Bild an Alistair, er kann es in der Stadt suchen. Okay. Würde es da jetzt quasi helfen, wenn ich sagen würde, ich möchte auch über Meta das Substanzen scannen? Genau, mit Meta 1, richtig. Okay, dann mache ich das mal. Dann mach das mal, dann kriegt der Harry das als Bonus gleich. Ich greife so ein bisschen aus, weiß nicht, Unterbewusstsein an die nächste Steckdose. Man sieht so, so leichte Funken, wie die aus der Steckdose in den Arm gehen. Ach, das ist ja faszinierend. Ja, das sind zwei Erfolge. Also es würde funktionieren, hast aber jetzt keinen extra. Das heißt, Harry, kein extra. Also du hast die zwei Erfolge, die notwendig sind. Ja. Aber Harry kriegt jetzt keinen Bonus dadurch, aber kann das ja seinen Gedankenlink trotzdem machen. Genau. Ich bin ja quasi nur die Brücke. Ich habe ja sonst keinen Job da. Ich kann nichts mit analysieren. Gut, ich könnte noch meinen Eindruck von der Quintessenz mit rüber zu Alistair geben. Warte mal, das ist 3, das ist 1, bleibt bei 3. Wenn ich zwei verschiedene Foki einsetze, die addieren sich nicht, das gilt ja nur für die höchste Sphäre der Fokus, ne? Ja. Das sind 7. Zwei Erfolge, reicht doch. Und jetzt muss Alistair noch verschwinden und geistig suchen. Ich nehme jetzt meine Brille lieber nicht, sonst geht die kaputt. Irgendeine Erschwerung oder eine Erleichterung oder. Du nutzt deinen Fokus plus 1. Du musst ein ziemlich großes Gebiet absuchen. Ich denke, da brauchst du auf jeden Fall einen Erfolg mehr für. Okay. Und es ist auch noch ziemlich schwer. Ich denke mal, warte mal, ich guck mal eben auf diese Tabelle, was man da nehmen kann. Du kannst dir Zeit lassen, gib einen extra Würfel. Ist vielleicht nicht verkehrt, ja. Du hast eine persönliche Beziehung über Harry. Ja. Gib nochmal einen extra Würfel, aber du brauchst 4 Erfolge, würde ich sagen. Also Fokus, Zeit lassen. 3 Würfel extra. Persönliche Bindung. Ich weiß jetzt schon, was ich an diesem System nicht mag. Was denn? Als Spielleiter zumindest. Wieso? Was denn? Diese Sachen bestimmen, das passt mir nicht. Das ist mit der Zeitautomatismus. Ja. Das ist Übung. Das ist ja genauso wie die ganzen Ausprägungen 3, 4, 5, 6 Erfolge. Ein Held. Ja. Alistair kippt wieder mit dem Kopf nach hinten, verdreht die Augen. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Und kippt hinten auf den Sessel. Taschentuch raus, wie ich ein bisschen sabber ab. Ja, Alistair, du fährst quasi einmal so durch die Stadt durch und suchst nach diesen Signaturen, die Harry dir durch Rachels Geist irgendwie herausgesucht hat. Wenn ich ein von der Technokratie hochgezüchteter motorisierter Attentäter wäre, wo wäre ich? Ja. Wie sieht das aus, wie Alistair da sucht? Das ist tatsächlich so, dass Alistair quasi von sich aus so Impulse aussendet. Also wie jetzt so
quasi kleine Portale aussendet. Man kann sich das so ein bisschen wie bei Stargate vorstellen, dass also Portale von sich ausgeht und quasi so auf eine Gegenresonanz achtet, wo es quasi Ping macht. Quasi so ein Echolot. Durch Tore durch. Es ist immer ein Tor, durch das er durchfliegt. Ja. Komm schon. Dann wirst du zwei Ausschläge kriegen. Einen kleinen, einen großen. Oh, das kam unerwartet. Der große ist weiter weg. Und der kleine ist näher, relativ nah. Wird vielleicht erst mal zu dem vier Blocks weg oder so. Würde ich mal ein bisschen näher zu dem Kleinen hin. Ja. Links irgendwie zu dem hin. Siehst du in dieser astralen Sphäre, siehst du so ganz end so die eigentlich menschliche Umgebung, dieses flimmernde und funkelnde Las Vegas mit all seinen Energien. Das ist aber alles grau in grau. All die ganze Farbe ist weg. Du siehst dann halt einen dunkelgrauen Van und in einen Kapuzenpulli, die Kapuze aber nicht über auf den Kopf tragenden Mann am Steuer sitzen, der gerade an der Ampel steht. Und der pinkt zurück. Und das andere Signal ist weit, weit entfernt. Ja, irgendwie am Rand der Stadt. Oder vielleicht sogar in der nächsten Stadt. Okay, das ist so weit, das wird da nicht sein aktuell. Eine ungefähre Entfernung kann ich aber nicht geben, ne? Wie weit ist es so hin? Okay. Wie schnell bewegt man sich da? Ist das dann auch Gedankenschnelle oder? Ja, kannst dich von diesem Ort wegbewegen und bewegst dich halt auf einen, ja, aus der Stadt raus in die nächste Stadt hinein. Und du siehst das große Firmengebäude von wie hieß sie jetzt? Cyberware Prosthetics Incorporated. Da fliege ich jetzt gar nicht viel näher dran. Ich würde dann wieder. Aber wenn du näher dran bist, merkst du, dass das nicht ein Signal ist, sondern dass das bestimmt 30 oder so sind. Okay. Ich rase zurück und versuche jetzt erstmal die Spur von dem LKW weiter aufzunehmen, wo der hin will. Beziehungsweise wo der hinfährt. Ja. Der Van. Der fährt auf die Straße lang. Wie gesagt, ist inzwischen nur noch 3,5 Blocks weit weg. Fährt eigentlich schnurstracks auf eure Viertel zu. Auf euren Block zu. Dann würde ich mich zurück porten. Ach du Scheiße. Was? Ja, aber ich lasse mich jetzt halt auch ein bisschen erschreckt, dann ist so ein bisschen nach hinten. Skynet. Aha. Was? Also, der Typ fährt in einem Van in unsere Richtung. Ist noch 3,5 Blocks ungefähr entfernt. Könnte sein, dass er weiß, wo wir sind. Woher? Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe eine größere Spur noch entdeckt. Viel größer. Und das war bei Cyberware, ihrem lustigen ehemaligen Arbeitgeber. Prosthetics Inc. Über 30 Pings. Das ist aber nicht meine Station. Ich bin ja ein bisschen weiter weg. Ist ja nicht reingegangen. Der ist ja draußen geblieben. Nein, ich meine generell. Also ich würde jetzt sagen, ich dachte, Vegas wäre sehr weit weg von da, wo wir gearbeitet haben. Nee, ich würde jetzt sagen, das ist die Nachbarstadt schon gewesen. Okay. Und das jetzt nicht so. Okay. Ja. Wie gesagt, gut und gern 30. Das nicht fest. Pings. Aber ich will nicht näher ran, bevor nicht irgendwie 20 Whites da rausspringen. Also, wenn sie ihre Rache durchziehen wollen, dann sollten wir das schnell machen und dann unsere Ärsche ganz schnell hier wegbewegen.
verstehe nicht, warum da so viele davon sein sollten. Das heißt, das stimmt überhaupt gar nicht, dass ich die Erste mit diesen Implantaten bin. Und das kann ich schlecht beurteilen, aber vielleicht die erste voll funktionsfähige bei klarem Verstand. Oder die erste, von der Matthew wusste. Bei klarem Verstand ist, glaube ich, das Schlüsselwort richtig. Das andere werden alles Drohnen sein. Oder eine Kombo aus beiden Antworten. Also machen wir eine Sache und dann verziehen wir uns? Ich möchte mich nicht mit 30 davon anlegen. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn er noch 3 Blocks entfernt ist, dann haben wir nicht viel Zeit. Wir können machen wir ein Duell auf der Straße? Oder? Wir könnten vielleicht einen kleinen Hinterhalt legen. Also aber wie wollen wir ihn bekämpfen? Tja, ein bisschen so, dass man... Ihr seid doch die mit den komischen magischen Fähigkeiten. Könnt ihr nicht einen Feuerball auf ihn werfen? Schön wär's. Nein. Die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihn ein Blitz trifft? Ich könnte ihm die Relativitätstheorie erklären. Das wird ihn vermutlich lahmlegen. Theoretisch. Muss ich das Auto sehen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es verreckt? Das könnte ich nämlich theoretisch wirklich. Rein theoretisch musst du es nicht sehen, aber es wäre unglaublich schwer. Ein random Auto quasi, du müsstest quasi zuerst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du genau das Auto triffst, was du wissen willst, und dann auch noch das Auto lahmlegen. Aber es wäre es nicht möglich, wenn wir unseren Verstand verbinden, dass ich ihm das Auto zeige? Ja. Ich meine, wenn du das Auto siehst, kannst du auch einfach ein Portal vor dem Auto öffnen und das Ausgang des Portals über dem San Andreas Graben machen. Wahrscheinlich sehen wir das Auto bald. Ich wiederhole 3 Blocks, mittlerweile eher 2 Blocks oder so. Vielleicht steht es schon unten vorm Haus. Naja, versuchen kann ich's. Möchte einfach jemand erstmal aus dem Fenster gucken? Klar, guck hier aus dem Fenster. Schaust raus so aus dem Penthouse nach unten. Viele Autos unten. Auch einige Vans. Sieht so und so aus. Ja, davon ist halt ein dunkelgrauer Van, was du gesehen hast. Dunkelgrau ist da unten jetzt nix. Auch zu einfach gewesen. Aber so eine Marke, da stehen da 2 oder 3 Autos da unten rum, ja. Aus was für einer Richtung kam er denn? Ich dachte dabei hin, da, von da. Und die würde auf einen passen. Der ist dunkelrot. Na, wenn er schon vor der Tür steht, bringt's auch nichts mehr, das Auto verrecken zu lassen. Das stimmt. Naja. Ich würde einfach mal so sämtliche Sicherheitskameras, die ich habe, checken wollen. Mhm. Ja. Ich habe da ja diesen einen Punkt Security System. Ich finde aber leider gerade nicht, was das macht. Ja, du hast halt dein Apartment ist halt durch ein Sicherheitssystem gesichert. Mhm. Du kannst so ein Panic Room haben und so ein Zeug halt, ne? Panic Room. Du hast halt ein hochklassiges Sicherheitssystem an deinem Apartment. Ja, ich würde dann mal an vielleicht einem... Vielleicht auch so ein, keine Ahnung, so ein Iris-Scanner oder so zum Eintreten oder... Na, ich würde dann mal sämtliche Kameras, die so in der näheren Umgebung sind, checken. Und suchst wahrscheinlich nach dem Mann, den Alistair die beschrieben hat. Rachel hat ihn ja auch schon beschrieben. Ja,
Der, ich würde vielleicht auch einfach mitkommen. Der steht und in mit der Lobby. Ich wäre vielleicht einfach mitgekommen, hätte mir das auch angeguckt und wäre noch auf den Deuten, dass ich glaube... Einen großen Geigenkoffer mit dabei. Der war das. Jungs, wir haben ein Problem. Er ist im Gebäude. Ja, ich kann versuchen, jetzt unter ihm... unter ihm? Naja, sobald er den nächsten Schritt macht, kann ich versuchen, unter ihm ein Portal zu öffnen, dass er im St. Andreas Graben landet. Ja. Das ist allerdings relativ auffällig. Mhm. Ist jemand gerade noch in der Lobby? Ja, die Lobby ist voll mit Leuten. Das kann ich nicht machen. Also noch nicht. Wir warten einfach. Kann ich mit Force sämtliche Aufzüge in diesem Gebäude lahmlegen? Das könntest du mit Entropie. Kannst du auch die Elektrizität abziehen, ja? Also, klar. Weil könnte ich so mir helfen, wenn ich sehe, was du machst. Könntest seinen Fahrstuhl abstützen lassen. Mhm, noch das. Oder ihn zum einfach mittendrin stehen bleiben. Mhm. Abstützen ist besser. Okay. Ja. Dann kommt die Rache Rachel wieder raus. Rachel Battle Angel. Das wäre dann Force und Arete. Mhm. Gehst du halt raus zum Fahrstuhl? Erstmal würde ich aber ganz gerne gucken, ob dann noch andere Leute auch in dem Fahrstuhl drin sind. Gute Idee, wie kriegst du das raus? Wir hätten halt erstmal geguckt, wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass so ein großes Ding auch mehr als einen Fahrstuhl hat, ja. Mhm. Deswegen werde ich halt einfach auf den Sicherheitskameras geguckt, in was für einen Fahrstuhl er eingestiegen ist und danach gucken, ob noch andere mit da reingegangen sind. Mhm. Sag mal, hoch oder tief? Hoch. Hoch. Tja. Es sind andere Leute da. Ich schau dich an. Abstürzen oder stecken bleiben? Was bringt es uns, ihn stecken bleiben zu lassen? Zeit. Wofür? Hier wegzukommen. Was ist mit den Leuten, die ja noch drin sind? Wer weiß, wie gewalttätig er ist. Richtig. Da du ja Penthouse hast, bist du... Es ist quasi der... Quasi, wenn man auf deiner Station raussteigt, dann nur für dein Penthouse, richtig? Ja. Da ist nicht noch was anderes auf demselben Stockwerk. Richtig. So könntest du ihn zwischen dem vorletzten und dem letzten Stockwerk abfangen, ja. Da müssten die anderen ja ausgestiegen sein, weil die werden garantiert nicht zu Wesley wollen. Ja. Ja, das würde gehen. Oder ihn dann abstürzen lassen. Ist der Sturz umso tiefer. Ja. Richtig. Aber dann würden wir nicht erfahren, was genau das überhaupt alles sollte. Falls wir das überhaupt erfahren, so wie wir unserer Erfahrung nach neigen diese Jungs dazu, sowas wie bei ihren Tötungsmaschinen ist nicht gegen sie gerichtet, Miss.
einen Ausschalter einzubauen, damit man ihre Daten nicht extrahieren kann. Ich taste so mit einer, ob ich auch davon, einen Ausschalter habe. Da können wir uns gerne mal später ausgiebig drüber, das klingt komisch. Der wird auf jeden Fall einen haben, gehe ich von aus. Und wenn wir Pech haben, ist das eine Bombe. Dann ist es... Autsch. Umso besser, wenn sie weit weg von uns ist. St. Andreas Grab. Fährt hoch. Der Cheops-Pyramide eine neue Spitze verpassen? Noch viel Zeit ist nicht mehr. Man erstmal stecken lassen ist ja noch ein bringt uns tatsächlich zumindest ein alle bisschen Zeit. Dann würde ich ihn zwischen den beiden Etagen erstmal anhalten. Ja. So viel? Ich würde als Fokus einfach mal Rachels kybernetischen Arm nehmen. Ja, du musst deinen Fokus benutzen. Achso, mein Fokus. Ja. Also ihr Fokus hilft dir jetzt nicht beim Zauber. Ja, mach. Den für Force haben wir tatsächlich nicht festgelegt. Ruhig. Ich habe irgendeine Armbanduhr, die da. Eins, zwei und das unten ist eine 4. Also insgesamt sind das 3 Erfolge. Ja, das Ding bleibt stecken. Und im gleichen Augenblick, kurze Zeit später, also vielleicht ein paar Sekunden später, also dieser Aufzug ruckt halt, bleibt stehen, siehst du, wie Harry und Alice da einfrieren in der Bewegung. Haben die das schon mal gemacht? Ja, aber bei Alistair. Aber Harry hat das noch nicht gemacht. Eigentlich gesagt, lasst uns den anderen Aufzug runternehmen, um irgendwie weit wegzukommen, aber wenn die hier. Ich schau die so an. Ich stups Harry mal an. Stups. Das hat er noch nie gemacht. Das Fernsehbild ist auch eingefroren. Habe ich eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Mach nochmal Intelligence und Okkult. Ein Erfolg. Schwer zu sagen, was das sein könnte. Also es ist definitiv nicht normal. Vielleicht Zeitmagie. Frage ist, warum es euch beide nicht betrifft. Ich glaube, wir haben gerade keine Zeit. Oder ganz viel davon. Ganz viel davon. Ich nehme an, es gibt auch eine Treppe runter. Ja. Ich würde mir die beiden irgendwie, zwei tragen, das ist ein bisschen schwierig. Wer von den beiden ist denn leichter? Ich glaube Alistair, weil Harry ist ja so verfressen, also der hat dann. Ich würde erstmal versuchen, beide zu tragen. Ich würde dafür auch Prowess anmachen. Ja. Das heißt, ich, um die zu aktivieren, muss ich jetzt 2 plus Arete, hast du gesagt? Ja. Jo, das sind 2 Paradox, die du generierst. Genau. Fühlst du denn dieses Kribbeln, was irgendwie in dich reinschießt?
Ja, man sieht auch, dass ich kurz so meine Zähne aufeinander beiße, was ziemlich unangenehm ist. Und dann würde ich erst noch versuchen, beide irgendwie zu tragen. Einer auf jede Schulter oder so. Denk dran, nur ein Arm ist kybernetisch. Das stimmt. Aber zumindest meine beiden Beine. Ja. Also, ich würde halt erstmal irgendwie versuchen, beide. Hier meiner soll ich dann auch drauf würfeln. So ja, oder so, genau. Alle beide in den Sack und. Quasi. Wesentlich, ich übernehme dann... einen Knüppel. Trifft immer den richtigen. Worauf wollte ich denn würfeln? Muss ich würfeln? Geht das auch so? Ich weiß es nicht. Zum Hochheben? Ja, das geht so. Okay, dann würde ich jetzt so schnell wie möglich die Treppe runter mit den beiden, um irgendwie Distanz zwischen uns. So schnell wie möglich? Also du kannst potenziell sehr schnell sein. Ich kann potenziell sehr schnell sein. Möchtest du sehr schnell sein? Ich möchte auch sehr schnell sein. Wesley, du schaust Rachel an und im nächsten Augenblick hörst du so puff, und dann die Tür fliegt auf und sie ist irgendwie... Ich renne mal so schnell ich kann, was wahrscheinlich nicht sehr schnell ist, hinterher. Ja, rennst hinterher. Rachel, du kommst irgendwie am Treppenhaus ziemlich schnell an. Du hörst noch hinterherrufen, wir treffen uns da unten. In der Garage ist mein Auto. Nicht so laut! Ja. Läufst das Treppenhaus runter und in dem Augenblick, in dem du irgendwie gerade so zwischen den Stockwerken gerade auf der Treppe bist, neben euch ist der Schacht vom Aufzug. Bricht irgendwie die Wand neben dir auf. Wie so eine Explosion irgendwie. Ja. Schaffst es gerade noch so anzuhalten und so wirst du davon voll erwischt worden. Okay, also doch nicht weg. Wesley hört oben. Explosion aus dem Treppenhaus. Oh shit. Und ich beeil mich mal ein bisschen. Also. Das heißt, ich werde erstmal die beiden fallen lassen. Vielleicht ein wenig unsanft. Mhm. Hinter dem Loch, was freigesprengt wurde, sieht man den Mann und den Aufzug. Quasi hat sich ein Loch reingesprengt in diesem Treppenhaus. Hat keiner, also verzieht kein Gesicht, irgendwie kommt einfach nur näher. Alistair und Harry, ihr seid eingefroren. Quasi. Okay. Okay, wirklich, ich lass die beiden fallen und richte mich auf und schaue diesem Typen in die Augen. Ja, siehst die Cyberaugen. Was willst du von mir? Gotcha. Klettert gerade so zwischen den Blöcken aus dem Aufzug raus. Ich bin mir nicht sicher, ob du das nicht gerade verdrehst. Du siehst übrigens über seinen ganzen Körper diese blauen Linien und zwar extrem leuchten. Das ist schon fast, als würde er selber leuchten. Okay. Es pulsiert in immer schneller werdenden Abständen. Ja, Wesley eilt ins Treppenhaus, schaut so, es ist ja nicht weit, wie Rachel gelaufen ist. Also, läufst du bist ja auch jetzt stehen geblieben und schaut dem halt jetzt ein bisschen wie die Schlange vor, wie der Hase vor der Schlange so. Versucht mit dem zu reden. Wesley kann auch agieren. Ich sehe das ja auch leuchten. Hm. Ich habe ja nicht so hundertprozentig eine Ahnung, was das ist. Ich würde mal versuchen, da eine Fehlfunktion in dem auszulösen. Mhm. Ja.
Die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion erhöhen. Ja. Das wäre auch das Erste, was ich versucht hätte. Ich glaube, du kannst das besser. Mach mal gegen 3 Schwierigkeit. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ja, Rachel, du siehst, wie der irgendwie so irgendwie halb rausklettert, in sein Holster greift, so eine Waffe mit einem Schalldämpfer rausholt, die gerade so auf dich richtet, und dann siehst du irgendwie so kurz so Funken sprühen aus seinem Körper, so, und dann erstarrt er kurz in der Bewegung, und das ist der Moment, in dem Alistair und Harry auch wieder zu sich kommen. Er liegt ich auf dem Boden im Treppenhaus. Ich eben möchte warte die... noch oben im Apartment. Wie weit von mir entfernt ist der? 2-3 Armlängen. Dann würde ich diesen Augenblick gerne nutzen und versuchen, ihm die Waffe aus der Hand zu reißen. Oder zum einfach zu nehmen und umzubiegen. Ja. Musst du deinen Arm wieder aktivieren dafür? Jo. Wieder. Das Pulsieren hat übrigens nicht aufgehört. Ein Volk. Ja, kriegst du einen Paradox und verbiegst genau. Die Waffe. Also den Lauf von der Waffe. Genau, ja. Ja. Harry und Alice liegt quasi gesagt, Rachel zu Füßen. Man sieht, wie gerade oben die Waffe so. Ja. Und der Typ ist halt in der Bewegung quasi ja. Stehen geblieben. Verzieht keine Miene, sagt nichts. Früh sprüht also, von Funken und es pulsiert bläulich, ist silbrig bläulich. So von seinem Gesichtsausdruck her ist er aber irgendwie noch bei sich. Also so schwer zu sagen. Also jetzt merkt man, dass da, also sieht man ihm irgendwie an, dass der verwirrt ist, dass er sich nicht mehr bewegen kann oder irgendwie sowas? Keine Gefühlsregung erkennbar auf dem Gesicht. Hat der noch menschliche Teile oder ist ein reiner Cyborg? Willst du nachgucken? Was sieht man? Weil du siehst keine also du siehst die Cyber-Augen, aber mehr siehst du nicht. Also ansonsten sieht der relativ, also er hat Handschuhe auch an und so. Du siehst halt durch die Kleidung dieses Pulsieren. Ah, okay, dann. Im Gesicht halt ist, also sieht er ganz menschlich aus. Ja, gut, dann sollte ich vielleicht vorher erstmal nachgucken. Bevor ich jetzt hier was Unüberlegtes tue und einen Menschen töte. Ja. Kurzes Stoßgebet loslassen. Oh, großer Kern, gib mir die Kraft, meine Feinde zu erkennen. Oder von armen Seelen zu trennen. Mhm. Ach, falsch. Jo, einen Erfolg. Was möchtest du genau erkennen, ob er menschlich ist? Oder was möchtest du? Nee, das kann ich nicht erkennen. Ich kann nur sehen, ob die Quintessenz durch seinen ganzen Körper strömt und ja, ob kannst die so auch pervertiert Paradox ist. Kannst du sehen, quasi? Als Gegenpart zur Quintessenz? Ja, eigentlich schon. Dann siehst du, dass der von oben bis unten damit vollgestopft ist. Also bis zum Bersten. Frage, wie wenn der noch eine, also wenn der Magie wirken kann und jetzt noch die kleinste Scheiße macht, dann geht er hoch. Ja. Paradoxbombe. Aber er ist gerade halt eingefroren. Er ist vollgeladen. Ansonsten siehst du halt tatsächlich halt Quintessenz Teile, aber nur Teile des Körpers. Er ist vollgeladen mit Paradox. Wenn wir dazu bringen, Magie zu wirken, wird er sich vielleicht selbst zerstören. Paradox? Später. Die Kraft, die die Realität gegen Magie wirkt.
Aber wenn er hier hochgeht, ist das nicht ein bisschen gefährlich für alle, die hier sind? Ist das nicht gerade ein guter Zeitpunkt, ihn irgendwo nach Sibirien zu schicken? Zum Beispiel. Man hört so gleich das Knarzen, der beginnt wie sich langsam wieder zu bewegen. Aber es kann natürlich sein, dass sein Karparadox die Kraft unterdrückt, weil es es viel schwerer macht. Ich stehe zumindest mal aus meiner liegenden Position auf, gehe mal ein paar Schritte nach hinten, falls der hier gleich randaliert. Ich kann es versuchen, ihn wohin zu schicken. Lässt die Waffe fallen. Was ich gerade machen wollte, die Waffe. Also, wollen wir nicht, dass... So ein quietschendes Geräusch, denn langsam fängt er sich, wie gesagt, den Arm zu bewegen. Kann ich auch Force benutzen, um irgendwie da versuchen, weiter Energie abzuziehen oder so? Warum eigentlich? Ja. Wenn du weißt, wie er funktioniert, könntest du die Energienbahn irgendwie anders leiten, ja. Aber du weißt ja, du hast dich selber ja analysiert. Wenn er genauso funktioniert wie du, wüsstest du das ja. Ja, aber dann würde ich das mal versuchen. Ja. Was? Ich denke mal, 3 Erfolge sind da angebracht gerade, weil das ein bisschen unsicher ist, was du da gerade machst. Ja. So, das einfach mal. Da ist nur einer. Dann lassen wir das. Das mal. War eh nur ein Versuch. Ja. Greifst so und versuchst so die Energie, aber es ist halt irgendwie, das stockt gerade alles und das knarrt und quietscht. Das, in einem Treppenhaus, das ist irgendwie doch nicht so ganz so, wie ich erwartet habe. Dann würde ich mal, wer auch immer noch auf der Treppe unter ihm steht, also ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, dass Rachel steht ihm gegenüber, Wesley ist oberhalb und ihr beide seid unterhalb. Genau. Würde ich sagen, Alistair, Rachel, schnell die Treppe hoch. Und wird dann meine Uhr rausnehmen. Und kurz vor ihm rumpendeln. Würde ihm versuchen, die geistige Illusion zu projizieren, dass auf dem Absatz unter uns ein Werwolf steht, der ihn angreifen will, wo er dann Kräfte einsetzen muss, um diesen zu bekämpfen und dann nur auf die Wand einschlägt. Okay. Ja. Okay, ja, ich würde halt schnell hochrennen. Ich gebe einen Punkt schnell hochrennen. Ich nehme dabei mein Brüderchen mit. Ich komme! Also, wartet mal kurz, ich könnte mal, bitte. Oh. Ich untermale, dieses Laufen jetzt. Moment. Ich hoffe, das funktioniert. Genau hier. Ich hoffe, das konnte man da draußen hören. Also, ihr konntet es nicht hören, aber die da draußen gehört. Den typischen Bionic Woman Sound. Ja, wie geil. Ja, wie gesagt, ich gebe einen Punkt Quintessenz mit dazu aus, hat meinen Würfel mehr, setze meinen Freund ein. Ja. Eins, zwei, drei Erfolge. Ja, funktioniert. Ja. Ja, dann gehe ich auch die Treppe hoch. Das setze ich jetzt. Du hörst so weiter so ein Quietschen und Knarzen von unten. Irgendwie der scheint sich jetzt schneller zu bewegen und steigt jetzt komplett aus dieser Lücke raus. Und ihr seid, ihr lauft nach oben. Rachel ist schon längst oben angekommen. Bald macht sie alles da Konkurrenz mit dem schnellen Hin und Her. Guckt ihr nach unten oder geht ihr in Sicherheit oder was? Gucken ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was die damit meinen, deswegen, also
bin halt nach oben gelaufen, ja. Warte aber halt auch dann ab, dass halt, wie er sich anstatt nach oben, nach unten wendet. Ja. Irgendwie so ausholt mit dem einen Arm und irgendwie so ins Leere schlägt. Ja. Und dann mit dem anderen Arm ausholt, wieder ins Leere schlägt und dann nach vorne überkippt. Irgendwie dann auf den letzten Treppenabsatz fällt. Und das Pulsieren stärker wird. Was passiert da? Ran rappelt er sich wieder hoch. Langsam. Ich habe ihm die Illusion eingegeben, dass er ein Werwolf ist, der ihn angreift. Und er scheint sich weiter aufzuladen mit Paradox. Lassen wir ihn mal machen. Es kribbelt auch bei euch in der Luft jetzt gerade so ein bisschen. Man führt dieses Flirren. Wir sollten das Treppenhaus verlassen. Das ist echt unangenehm. Ja, ein Paradox-Rückschlag ist sehr unangenehm für alle Beteiligten. Dann nicht sie weg hier. Wo wollen wir hin? Nach unten können wir nicht, wir haben nur noch mein Penthouse. Wenn sich hier ein Paradoxfeld aufbaut, würde ich dann nicht durchteleportieren. Alistair, das ist zu gefährlich. Ja, stimmt. Dann laufen wir. Es gibt so ein schmatzendes Geräusch aus dem Treppenhaus. So ein Ans andere Ende des Penthouses quasi, am weitesten entfernt davon. Ja, und dann hört ihr das irgendwann wie das Gebäude unter euch anfängt zu knarzen und zu quietschen. Da sieht man auf einmal, dass der Alistair verflucht schnell rennen kann. Und dann gibt es keine Explosion, aber es gibt so ein Absacken quasi des Gebäudes ein bisschen irgendwie so. Und dann kommt eine riesige Staubwolke so den Gang lang vom Treppenhaus aus. 21, 22, 23. Ich halte mich irgendwo dran fest. War's das? Wir sollten nachsehen. Das war beeindruckend unspektakulär. Du machst die Tür auf und guckst quasi in einen Schacht nach unten. Also der Aufzug existiert nicht mehr. Also der Aufzugsschacht existiert nicht mehr. Das Treppenhaus existiert nicht mehr. Es ist ein Loch im Gebäude. So ein kreisrundes, riesiges Loch im Gebäude. Und unten siehst du halt Leute, die so hochgucken, so. Oh. Gut. Wenn du sagst, es existiert nicht mehr, ist einfach aus der Existenz verschwunden oder liegt der Schutt da unten? Schutt liegt da keiner. Ich da mal so unter? 2 bis 3 Meter Radius, komplett so ein kreisrundes Ding aus dem Gebäude rausgefräst. Ist sie menschlich? Ich kann Ihnen da gerne später mal eine Abhandlung drüber schreiben, was da passiert ist, aber... Es geht Geschrei los und Alarme gehen los und so. Wir sollten vielleicht hier weg. Warum? Ich weiß nicht. Ich guck mal so auf die Leute, die alle hochglotzen. Das Gebäude knarzt ein bisschen. Ja, ich glaube, wir sollten... Ich möchte ungern oberhalb eines Loches in einem Gebäude bleiben. Ja, erinnert mich an diese eine Partie Jenga. Vielleicht war 9-11 ja auch so ein Paradox-Entladung. Dum, dum, dum. Sofort geflext. Wer weiß. So. Ja. Ja, gut, dann. Und wie kommen wir am besten hier weg? Gibt es noch ein anderes Treppenhaus? Das ist das einzige Feuertreppe? Treppenhaus. Ja, Feuertreppe draußen, ja. Ja. Seid allerdings ziemlich hoch, ja. Ja. Du könntest nach oben aufs Dach und dann ja, runter. Ja. Tingel zum Kühlschrank rüber, hol mir das letzte Stück Pizza. Na los, alles da. Bring uns ins Gildenhaus. Wink, Händchen. Ja.
Einmal nochmal würfeln, ob es funktioniert. Oh, großer Kern. Plus 1, 2, 3 Erfolge, weil du 3 Leute mitnimmst. Mhm. Also insgesamt gern, das Gildenhaus weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal, es ist nicht so weit weg. Deswegen 5 Erfolge. Fokus setzt du ein. Du kennst die Leute. Gibt 2 extra Würfel. Ja. Kannst du dir auch ein bisschen Zeit nehmen? Es gibt noch einen extra Würfel. Punkt Quintessenz. Und einen Punkt Quintessenz setze ich ein. Noch einen extra Würfel. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich muss wiederholen. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. So. Eieieiei. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, reicht gerade so. Harry, das letzte Stück Pizza war echt nicht gut. Verschwindet, taucht wieder auf. Ich hasse das, wenn er das tut. Ich hasse es auch, wenn er Pizza isst. Ja, und ich glaube, hier brechen wir den One-Shot für heute ab. Der böse Cyborg ist ja verschwunden. Es ist noch nicht alles aufgeklärt, aber wir lassen uns vielleicht so die Option offen, mal ein bisschen weiter zu spielen, wenn wir dann irgendwann mal Zeit haben oder irgendwas anderes ausfällt oder so. Mal gucken. Dankeschön fürs Mitspielen. Danke fürs Ausprobieren. Ich würde vielleicht noch ein kurzes Plauderchen, so 5 Minuten oder so, was ihr davon haltet. Oder so. Keine Ahnung. So, schon interessant. Leider gab es kein Epic Showdown. Das war doch ein wenig. Wir haben ein bisschen viel Zeit mit dem Pokerspielen verplempert. Und mit meinem nicht an Magie glauben. Ja. Verständlich. Vielleicht kommt der Epic Showdown ja irgendwann noch. Das stimmt, ja. Ja, 30 Plinks. 30 Pings. Ja. War auf jeden Fall echt spannend, auch mit dieser Methodik einfach nach der V5. Das geht tatsächlich ziemlich schnell. Ja, also ich hadere noch damit, irgendwie die Schwierigkeiten festzulegen und dieses Ding hauf und runter, wie viel Würfel plus, wie viel Minus, blablabla. Ja, das ist total. Wann gebe ich Paradox, wann gebe ich Geins? Also, das ist ein bisschen ungewohnt. Nee, ich glaube, ich hätte euch viel mehr reindrücken müssen. Ich hätte viel böser sein müssen. Ja. Also ich glaube, so viel Paradox hättest du uns gar nicht geben können. Wir haben ja eigentlich echt nicht so viel gemacht. Ja, ihr habt schon ziemlich krasse Sachen gemacht. Es fällt mir aber immer nur 3 Minuten später ein. Eigentlich hätte das ja. Hauptsächlich eigentlich Alistair. Harry auch mit einem großen Gedankenkonstrukt irgendwie komplett in die. Ja, okay. Komplett in, ich glaube, das mit der Fehlfunktion, die ich da hervorgerufen habe, war auch schon so eins der krassesten Dinge, die ich so kann. Ja. Das war reiner Zufall da. Ja, Zufallsmagie ist halt nicht besonders paradoxanfällig, ne? Ja, richtig. Es sei denn, du machst es halt sehr, sehr offensichtlich. Ja, zum Beispiel 1000-mal hintereinander auf die Null setzen beim Roulette und 1000-mal hintereinander gewinnen. Gilt das Ding jetzt als lebendes Wesen oder nicht? Es war so halb. Warum? Restleben. Es hatte noch Restmenschlichkeit. Weil ich es gerade so können konnte. Ja. Also Feramin schreibt auch gerade, war spannend, da steckt noch was in der Geschichte drin. Ja, die ist auch nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Also das ist ich fand das aber auch gerade gut, irgendwie, ich habe das erst gestern oder vorgestern haben wir das festgemacht, dass der Mischka auch mitspielt. Ich fand das ganz gut, dass er mitgemacht hat, weil ich hätte diese ganzen Shenanigans mit den Hintergrundgeschichten von Margus gar nicht erklären können. Jetzt haben wir in Time quasi so ein bisschen Fluff aufgeholt. Das ist ganz cool. So ähnlich wie ich das damals mit Mischka mit DSA gemacht habe. Mischka kennt sich mit Margus relativ gut aus, deswegen freue ich mich, dass er damit gemacht hat. Falls es übrigens wundert, warum Leopardin heute nicht da ist, die musste leider noch arbeiten. Ja. Ja, die wollte, schade, die ist das nächste Mal.
Ja, also wenn ihr Lust habt irgendwie und wir finden irgendwann mal nochmal einen Zeitslot, wo eine andere Runde ausfällt und so und ihr könnt alle, dann spielen wir die Geschichte gerne weiter. Ansonsten lassen wir das heute mal mit der Rache an dem einzelnen Sniper-Schützen mal für sich beruhen und fragen uns weiter, wo kommen die 30 Pings her, was will die Firma eigentlich? Haben die wirklich eine Verbindung zur, wie hieß sie? Operation X. Genau, Iteration X. Oder Men in Black generell. Ja. Was wusste Matthew? Warum musste er sterben? Warum ist Rachel doch nicht die Einzige? Das sind alles Fragen, die man noch irgendwie klären könnte. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid auch ein sehr cooles, dynamisches Duo. Ich fand Alice da sehr, sehr lustig. Ja, ja. Klassiker, super gut. Mhm. Der verwirrte Professor. Ich habe da gedacht, dass das durch sein permanentes Paradox gekommen ist, dass er einfach völlig den Bezug zum Teil zur Realität verliert, wo er sich gerade befindet. Ja, ist halt, wenn du ständig irgendwie zwischen den Orten so in der Instant wechselst, dann klar, irgendwas macht das mit dir, ja. Ich fand aber auch Wesley ziemlich cool am Anfang, ja. dieser Sunny Boy, der da mit der Brille irgendwie sitzt und irgendwie Poker spielt. Den fand ich auch. Ja, Harry auch, natürlich, der allwissende Alte, der alles erklären muss. Kids, gather round. Ja, und unser allerliebster Cyborg natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Hat am Ende ja auch nochmal die Cyborg-Kräfte ausgepackt. Ja. Und wenn wir nochmal spielen, muss ich diese Bionic-Sound nochmal irgendwie. Ich spiele ihn nochmal, warte mal. Weil ich es kann. Ich wäre nicht beleidigt, wenn wir nochmal die Zeit finden würden. Das ist aber sehr lieb für Armin, sehr lieb. Du gütig. Wo bin ich und wie viele? Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, ich glaube, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nach der Runde sagt, wir könnten eigentlich auch noch ein bisschen weiterspielen. Ja. Ja. Ich fand auch, die Chemie passte auch irgendwie ganz gut. Ich schaue noch mal kurz, wer irgendwie alles hier ist. Feramin habe ich gesehen, der hat ganz viele liebe Worte schon geschrieben. Dankeschön dafür. Apricot Dropfood ist da, Cock Whistle, Commander Root, natürlich der D-Rex, ja, und Demonic Sugar und Mishka. Und Host Giveaway und Mevanon und die Polizei hat mal wieder auch zugeguckt, weil ich 9-11 gesagt habe. Shamasa zugeguckt, Slow Cool und die Wasserratte 83, nicht 82, sondern 83. Lucky Lucano hat zwischendrin noch viel geschrieben. Ja, der Lucky, genau, der war auch da. Jetzt ist aber jetzt schon weg. Wahrscheinlich muss er schlafen. DK Herzstrahl oder DK Herzstrahl. Ein Beuteltier war vorhin noch da. Ah, okay. Also sehr cool, ja. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr das später auf YouTube guckt, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten. Und wenn ihr es live geguckt habt, könnt ihr da auch nochmal auf YouTube auch nochmal was unterschreiben, weil es gibt nichts Schöneres als Kommentare lesen. Das stimmt. Da der Mischka in diesem Stream mitmacht, müssen wir auch auf die Feedback-Challenge hinweisen. Feedback-Challenge, das Wort ist Macht. Also macht das bitte wirklich. Nichts motiviert mehr zum solchen Runden organisieren als Kommentare, die unter dem Video stehen. Und falls ihr irgendwie sagt, das war irgendwie komisch und ich habe das alles nicht verstanden, was ihr da macht, irgendwie könnt ihr das gerne auch reinschreiben. Solange ihr nicht irgendwie nur war doof schreibt. Das ist irgendwie nicht so konstruktiv. Ja. Mit war doof kann ich nicht viel anfangen. Ja, wir wollen uns auch verbessern. Genau. Ja, ja, vielen Dank nochmal an meine Spieler. Auch sehr cool, das leichte Cosplay von Harry. Ja. Demnächst, wenn wir es nochmal spielen, dann kriegt Alistair auch so einen Sabberfaden. Ich glaube mal, dass dieses so wunderschöne Hemd auch Teil eines Kostüms ist. Wasserratte 83, du fragst noch, auf welchem Kanal, auf YouTube, das kommt ja, müsste unten eigentlich auf meinem Twitch-Kanal unten verlinkt sein, mein YouTube-Kanal. No. Da kannst du draufklicken und dann siehst du auch ganz viele andere Rollenspiel-Videos noch, falls du die nicht kennst. Und apropos andere Rollenspiel-Videos, da oben ist die Adresse vom Nerdpol. Nordpolforum.de, da gibt es einen Adventskalender. Ein Eventkalender.
Die Zeitmagie hat auch wieder hier zugeschlagen, ja? Und ja. Da kriegt der SL ein bisschen Paradox drauf. Ja. Und ja, darf in dem Eventkalender findet ihr fast jeden Tag einen solchen Rollenspielstream. Hier nicht immer von mir, aber zum Beispiel von Mischka oder von D-Rex oder von Rerion und Lidio wollte auch mal was machen. Hat sogar, nee, hast du schon was gemacht? Ich habe schon was gemacht einmal, ja. Und ich plane auch weiter. Ja, also ganz viele ultra coole Geschichten, die ihr erleben könnt. Kommt da mal hin und ja. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr jetzt gleich noch in den Nerdpol Discord rein, denn da gibt es einen Afterstream-Bereich, da können wir ein bisschen quatschen, wenn ihr Lust habt. So, aber genug der Werbung. Ich sag mal gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Der Kern sei mit euch.